Heute passiert es wir. Was sind das denn hier? Blutfiel noch einmal zuschlagen. Sehr schöner Hintergrund. Gruß an alle Leute, die uns Hintergrund erstellen und hier dabei sind. Jetzt bei Knallhart durchgenommen. Bloodborne, es wird eng. Für die anderen. Eine Blutfiol, die ich hole, dann leb. Nee, so lebt denn wohl oder so. Das hat Nils gerade gemacht. Ganz viele Blutfiolen, ganz viele Blut-Dinger eingesammelt hier. Ihr seht schon, 40.000, das ist aber nichts. Der Nils hatte eben schon 50.000, 100.000. Er hatte sie alle. Popo! In den Popo hatte er sie alle. Und wir haben eine sehr, sehr geile Strategie entdeckt. Die wir jetzt zum ersten Mal nutzen, wo wir es nicht mehr machen können. Ja. Aber sie ist gut, willst du sie kurz erwähnen? Also, warum hast du da oben 16 Zeichen eine starke Jäger? Die kosten 1.200 Mark und ich müsste jetzt komplett zurückrennen, die Lampe resetten und wieder herkommen. Wenn ich stattdessen einmal das mache, dann habe ich Mark pro Minute, die ich hier verdienen würde, wie so ein schlechter Börsenmakler. kommt man wesentlich besser bei weg, glaube ich, wenn man das jetzt einmal benutzt. Ich resette ja auch quasi genau hier wieder, das spart mir 2 Ladezeiten. Und ich könnte direkt wieder durchrennen. Also das hätte ich von Anfang an machen müssen. Hätte ich jetzt bestimmt 200.000 Euro mehr. Oh. Ja, um echt zu sein, auf die Taktik sind wir noch gar nicht gekommen. All die Zeit beim Sammeln, beim Farmen. Ist ja auch lustig, dass du bei den Schweinen farmst. Es ist irgendwie, oder? Es ist so, es soll so sein. Animal Crossing oder so. sitzt auf dem Schlüssel. Die Tiere sehen aber auch aus, als wären sie, als hätte man da gekreuzt. Auf jeden Fall. Da sind einige Augen. Kreuzungen passiert. Ja. Einige. Ja, also mit dem bisschen Geld, wir können jetzt, ich habe schon ein bisschen Blutfiolen und also wir haben noch nicht gelevelt oder so. Ich habe einfach noch ein paar Blutfiolen, damit euch das nicht nervt und wir haben jetzt irgendwie, weiß nicht, 200 Blutfiolen oder so. Oder ein bisschen weniger. Dann habe ich ein bisschen halt Zeichen des starken Jägers und dann habe ich hier ein bisschen 2 Blitzpapier, 2 Feuerpapier. Die können wir gut gebrauchen. Blitzpapier hat viel geholfen. Und dann habe ich diese Wahnsinnstabletten gekauft. Weil ich das letzte Mal, als wir gespielt haben, gestern, da bin ich ja irgendwie verreckt und ich hatte es echt nicht bemerkt, weil ich habe die ganze Zeit nur gemerkt, der trifft mich nicht. So fühlte sich das an. Und auf einmal war ich tot. Und ich hatte so einen Tunnelblick, ich habe nicht damit gerechnet, dass der noch einen Wahnsinnsangriff hat. Das ist ja Wahnsinn! Ich hätte dir helfen können, hab's aber auch in all dem Trubel gar nicht richtig oder zu kurz gesehen. Naja, aber es wäre ja meine Aufgabe gewesen. Wir haben übrigens jetzt, eigentlich bin ich dran, aber weil ich bin, wie ich bin. Und weil Nils eingespielt ist, haben wir gesagt, lass den Nils doch anfangen mit dem Endgegner. Weil ich glaube, du hast gute Chancen, den jetzt auch beim ersten Mal zu legen. So. Und wenn nicht, habe ich zumindest noch mal ein bisschen grob sein Moveset gesehen. Ja, pass auf, dann mache ich jetzt von dem Restgeld kommen Blutfiolen, noch mal 22. Da sieht man, wie viel haben jetzt 227 Blutfiolen. Na, also, ich jetzt gefarmt. Das ist okay. Genau. So, das Blitzpapier nehme ich dann raus. Und stattdessen, nicht das Blitzpapier, das nehme ich raus. Stattdessen nehmen wir natürlich dieses Beruhigungsmittel. Bin ich falsche Richtung. Hallo? War jetzt gerade komisch. Da, Beruhigungsmittel. Ich hoffe mal, das ist es. Und nicht irgendwie Vergiftung. Wenn es Vergiftung wäre, müsste ich das da auch noch hinlegen, aber ich lasse das nicht, sonst ich lasse das jetzt mal weg. So. Und jetzt kommt die große Frage. Wo war das nochmal? Nee, hier nicht, ne? Geht auf der Dunkelbestie? Nee. Das hatten wir auch schon mal. Aber das Lichtblumengärten, das ist es. Ja? Ja, ich glaube. Also das ist neu und. Das ist neu, ja. Na gut, dann mache ich jetzt hier den Anfang, dann kannst du dir nochmal angucken, wie der Heini aussieht. Das ist ja wirklich. Wir haben gestern zuletzt gespielt. So einen kurzen Abstand haben wir selten. Ja. Leute, es ist übrigens live. Ihr braucht nicht fragen, ob's. Also wenn ihr es jetzt als VOD oder als Wiederholung seht, ja scheiße, dann ist es nicht live. Nee. Ah, schwierig. Aber wir sehen euren Chat. Wir sehen den Chat. Zum Beispiel wurde ja gerade gesagt, dass der DLC 15 Stunden dauert. Echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wir machen es in 5. Wir rennen einfach nur an allen vorbei. Wir brauchen 50. Ist der Fahrstuhl da? Da ist ein. Oh, um die Ecke kam das. Zwei Schläge. Das Kopfmonster. Zwei Schläge. Ja, wir haben gut gelevelt. Also. Der Gerät. So, dann komm mal her hier, aus deinem dunklen Loch. Gelurcht. Move. Hast du gesehen? Ist ein geiler Stunt-Move von mir. So. Wir sind übrigens heute Abend auch nochmal live. Ja. Kann das sein? Wir sind jetzt live und heute Abend, weil irgendwas ausgefallen ist, auch nochmal.
da holt man die Profis. Bevor man dann irgendwas Halbgares macht, kommen die Profis und spielen hier noch mal ein bisschen Blitz. So, achte mal bitte mit auf Wahnsinn, bitte. Ich achte nur auf den Wahnsinn und wenn du willst, auch auf Energie, aber mach du mal. Ach, Energie. Im Himmel. Kurzes Hallo hier. Mach du mal. Brauchst nicht reden. Ich persönlich glaube, dass der Wahnsinn erst später kommt in der letzten Phase. Ja, genau da wollen wir hin. Scheiße. Aus. Energie. Ah, ich bin wieder gesprungen. Wie so ein Idiot. Oh oh. Schiebt mich weg. Gesehen? Oh, bin ich da? Kamera! Eine seltsame Kamerafahrt. Bleib doch mal! Jetzt Energie vielleicht nochmal aufladen. Nicht. Nicht in Panik geraten. Nee, hey, mach ich Scheiße hier. Tot. Ah. Ansage. Fuck, ey. Ja, okay, das war dumm. Aber jetzt hast du ihn noch mal gesehen. Das wollte ich ja nur. Wieder nicht um ihn rumgekommen. Nee, ich komme nicht drum rum. Nee, das war jetzt auch schlecht. Ich gebe es zu. Das war dumm und schlecht. Ja, aber lass uns analysieren, warum. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt automatisch was besser mache. Ja, mein Timing war schlecht. Ich habe, wenn er mich geschlagen hat, war mein Timing miserabel schlecht. Ich bin einmal oder zweimal, glaube ich, gesprungen, statt zu rollen. Und das war einfach wirklich vermeidbar. Das war jetzt einfach schlecht. So, das ist meine Analyse. Naja, okay. Mein Timing war schlecht beim Wegrollen. Entschuldigung, aber ich habe den Weg vergessen. Richtig, ist hier der Weg wieder, okay. Ja. Und du kannst auch jetzt straight durchlaufen an den Gegnern vorbei, weil der Fahrstuhl ist. Da habe ich dir wieder hochgeschickt. Ah, danke. Hoffentlich kommen die nicht runtergesprungen. Dann ist es ihr Tod. Und selbst wenn, hast du gesehen, zwei Schläge, die können ja nichts. Hab ich echt nochmal erwischt. Fuck. Jetzt kannst du einfach, warte, wenn du jetzt drüber rollst quasi, also nochmal runter, zurückgehen. Ja, ich dann, warte immer erstmal. Ja, dann rollst du jetzt einfach so drüber, dann, genau. So. Ach, das wäre aber schön, ne? Ach, irgendwann. Den wichtigen Boy. Er schafft es auch allein. Vielleicht ist das Spiel aber auch ein Spiel, wo es um Freundschaften geht. Zwischen uns und den anderen Jägern. Okay. Großes Schwert, ja, behalte ich. Wie kann ich die wechseln nochmal bitte? Nach unten. Digital unten war's. Soll ich einen nehmen? Ja. Mach doch. Also ich fand das jetzt eigentlich ganz cool. Was? Weg. Da, unter diesem Schwinger muss man irgendwie hier durchkommen. Ja. Ich sehe mich gar nicht, da bin ich. Das war eben auch die Kamerafahrt teilweise. Ja, sehr gut. Ja, geil. Ich weiß nicht mal, wie er mich gerade getroffen hat, um ehrlich zu sein. Hat er mich? Ich bin irgendwie, hab einfach Energie verloren. Ah. Kann man irgendwie rauf? Was soll ich? Puh, das war knapp. Ja, das war echt knapp. Geil, jetzt bist du hinter ihm. Nice. Ah. Ja, war super. War super. Ich hätte ihn nicht getroffen, nicht einmal. Ja, super. Irgendwas hat er gerade gemacht. War sehr geil, richtig verloren. Yes. Ah. Nein, zurück! Zurück, einfach nur zurück! Boah. Nachladen! Boah, alter Schwede, du machst das.
Yes, 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 yes. Ja, das war's. Nice. Nice. Sehr gut. Sehr schön. Die alte Socke. Okay. Why not? Und sogar deine die Seele. Blutechos. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee. Oder jetzt gucken wir uns erstmal um. Ja, 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 jetzt gucken wir erstmal. Kam, weiß gar nicht, aus welcher Richtung kam. En garde. En garde. Was heißt eigentlich en garde? Also ich weiß, wofür es benutzt wird, aber was ist das Wort? Also was wie in Stellung oder auf Position oder sowas. Machen Sie sich bereit, mein Herr. Ja, das ist irgendwie eine Art. Ja, ich denke auch. Ja. So viel Französisch gelernt in der Schule und nichts übrig geblieben. Da gehst du jetzt aber wieder hoch, ne? Ach, wir sind hergekommen. Mann, ja, Entschuldigung, hast du richtig erkannt, irgendwie... Dann ist hier aber doch nichts mehr, oder? Ich weiß nicht, da hinten. Ja, ich gehe auch hin. Auf der anderen Seite. Geh da gleich mal weiß hin. Ich nicht, ne? Muss ja auch nicht zwangsläufig irgendwas sein, aber manchmal ist da ja noch irgendwas versteckt. Ein Schwert in Stein geschlagen. Guck ja mal ganz gerne noch nach. Der liegt da wirklich ganz am. Das ist die Nummer, ja, wo am Anfang. Wo sie, ja. Wo sie am Anfang hier rumgeht. Ja, guck mal, irgendwas muss damit sein. Untersuch. Nichts tun. Ich glaube, wir bräuchten vielleicht ein Item dafür. Dann könnte man die eventuell. Aber würde er das automatisch? Das ist eine Frage. Was bräuchten wir theoretisch? Schlüsselgegenstände helfen doch bei sowas oft? Oder nicht? Ja, oder so ein. Was haben wir denn da gerade von ihm bekommen? Das war doch so ein Kelch oder so. Irgendwas hat er doch gerade gedroppt. Waffentracht, warte mal kurz. Was ist das hier? Ja, ein großer Ischkelch, das hat er gedroppt. Das ist hier diese Ritualnummer schon wieder. Verdammt, ich will die endlich mal checken. Ein Kelch, der ein Labyrinthsiegel bricht. Große Kelche schalten tiefere Bereiche des Labyrinths frei. Der große Ist-Kelch wurde zum Eckpfeiler des Chors der Elite-Delegation der Heiligen Kirche, aber außerdem der erste große Kelch, der seit der Zeit für einen Bührenwert an der Oberfläche gebracht wurde und ermöglichte dem Chor eine Audienz mit Ebrietas. Also, die haben wir ja auch gerade gehabt. Ja, die haben wir platt gemacht. Die bringen uns immer irgendwo hin, scheinbar. Kann das sein? Ich fürchte, dass es Jahren haben. Ritualkelch. Ritual. Oder am Grufttor. Am Grufttor. Ja. Was stand da bei dem ersten eben? Mit dem, am Gruftaltar im Traum des Jägers. Am Bricht, das ist so, am Bricht des Siegels des Alten. Und das meine ich. Ich glaube, den haben wir. Ich glaube, den haben wir schon mal benutzt. Und ich glaube, auch das haben wir schon mal benutzt. Aber eben mehr so wie eben, ne? Du gehst wohin, klickst und dann hast du es plötzlich benutzt. Mhm. Der Chat kann uns gerne mal helfen, falls das, was ich. Wenn die jetzt in den Kelch zuerst gehen. Also irgendwas, ja, okay. Kelche sind für die Dungeons. Ja, okay. Vielen Dank, bevor wir hier noch lange rumeiern. Ja, dann können wir jetzt ja quasi... Oh. Was ist das? Da ist, also wenn hier jetzt... Sag mal, ist das vielleicht zum Verstecken hier? Hä? Ah. Nee, das ist, glaube ich, nix. Ja, dann können wir ja den nächsten Tagesordnungspunkt abhandeln. Haben wir dann dieses Gebiet sozusagen... Sobald ich einmal durch an dem Rand entlang gelaufen bin, ja. Zumindest hier unten, ja. Ich wette, mit der Spinne kannst du was machen, sobald ja, du... Ja, wir brauchen irgendein Item, ne? Mit der man sie entsteinert oder so. Soll ich jetzt hochlaufen oder wollen wir uns beamen? Ja, gut, wir haben... Das? Achso, ja. Ja, lass erstmal ein Level holen. So, was... Aber wo gehen wir jetzt hin? Wir hatten auf deinem Telefon war ja noch ein... Grabsteine im Traum gibt ja, wo man die Kelche benutzen kann. Ich auch gerade gelesen, da sind ja noch Grabsteine, die wir noch nicht benutzt haben. Ich guck mal, du hast mir so einen Link. So eine Gott, steht das dann für neue Level? Das wäre ja hardcore. Ja, das sind wohl so Dungeons dann, ne? Ritual. Da, Ritual, genau. Das sind die provisorisch. Das ist der Ritual. Kelch. Kelch-Ritual, damit macht man das wohl. So. Kriege ich jetzt Ärger, wenn ich das mache? Mach's mal. Wieso, wenn man es machen kann? Ja, weil ich nicht weiß. Vielleicht mache ich was falsch. Geil. Okay. Let's do it again.
Oh, ich habe kein Ritualblut. Jetzt brauche ich's, Mann, so eine Scheiße. Oh, kann ich ein anderes Kelchritual? Mhm. Aber da habe ich überall nicht genug. Ach so, jetzt brauchen wir plötzlich krass dieses Blut. Die ganze Zeit haben wir es schon. Naja, ja, okay. Dafür sind die okay. Da könnten wir gleich rein. Müssen aber nicht. Also die Liste, die wir im Forum hatten von unserem Freund Kamikaze 37, vielen lieben Dank. Danke nochmal. Die haben wir jetzt, glaube ich, durch, ne? Das, also, ja, letztes Mal haben wir die abgehackt. Ne? Also das war jetzt das Letzte, was wir da gemacht hatten. Dann haben wir, also wir hatten, erinnerst du dich an diese Nabelschnur von dieser Jägerin? Ja. Die großen Alten irgendwie verlieren, wenn sie nicht mehr Kind sind. Ja, und da gab es nämlich diese eine Person, auch so eine Jägerin, die hat mich angegriffen, warum auch immer. Und, hat der Geschick? Hast du, oder was haben wir? Ja, Geschick ist doch. Wir haben uns auf Geschick geeinigt, ja? Ja. Und dann, hatte ich sie schon. Und dann hat sie irgendeinen komischen Move gemacht, den sie vorher nicht gemacht hat. Und dann war ich tot. Und dann haben Leute gesagt, ey, stimmt. Die gibt euch eine Nabelschnur und die sollen wir nicht töten. Und da weiß ich nicht, ob. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht mehr, wo das war. Ja, aber damit ihr zumindest wisst, da wollen wir hin. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr die uns gerne geben. Wir nehmen sie auf jeden Fall an. DLC, DLC. Ja, der DLC, den wollen wir ja auf jeden Fall noch machen. Aber ich habe das Gefühl, da kann man vorher noch ein bisschen was machen. Könnte man hier nicht ein bisschen was? Hm? Guck mal. Was hier. Denn? Ach, das geht dann auf null. Oder heißt es nur, es geht auf null. Ja, plus der Bonus null heißt, ist weg. Ja. Ja, das wäre scheiße. Ja, ja, klar. Ich dachte, es zieht null ab. Es ist einfach quasi. Aber können wir auch was in die Pistole packen? Ja. Wir können mal was Geiles. Die Pistole. Ey, wir hatten letztes Mal nichts, siehst du? Das sind ja andere Steine. Und das hier ist schon der beste. Es sei denn, wir wollen hier was mit Blutfärbung oder physischer Angriff. So, das könnte man vielleicht dauerhaft der GP gewinnen. Mm. Aber eigentlich ist das hier unser Bestes. So. Komisch, dass der hier, der hat von allem weniger, hat aber eine höhere Kennung davon. Statt 7 dann 9. Das traf ich nicht, aber ist schlechter. Ja, gut, dann komisch. Naja. Verstehe ich auch nicht. Na gut, ist halt einfach so. So, also, was machen wir denn jetzt? Wollt ihr jetzt, achso, ja, nehmt das mit GP-Erneuerung, steht da. Okay. Mhm. Na, warum nicht? Kann man ja mal machen. Nee, das war die Dingsbums, die Pistole, nicht die Klinge. Oder? Ach so. Ja, ja, ich glaube, du hast recht. Ja. Okay, kurz gucken, gibt es noch einen anderen? Nein. Ja, na gut. Whatever. Tack. So, upgraden können wir nicht, wir haben ja nichts, oder? Kurz noch mal gucken, nein, natürlich nicht. Isofkas Klinik, genau, da kriegen wir die. Einen Blutbrocken brauchen wir noch. Ja, irgendwo kriegen wir einen. Gut. Isofkas Klinik, wollen wir Blutsteinbrocken nutzen, um die Jägerpistole zu verbessern? Warum eigentlich nicht? Oh. Oder halt die Fackel. So, wir müssen nach. Fackel plus 5! Wir müssen in die in Isofskas Klinik. Gibt's da einen Reisestein für? Und wenn. Also nur damit wir das jetzt wiederfinden, weil es ja Quatsch, wir waren da ja schon. Wir haben nur vergessen, weil ihr wisst ja, wir haben keine Orientierungsskill. Weil du meinst die Uni, oder? War das nicht bei der Uni? Naja, Isofskas Klinik. Heißt das so? Kann ich mich null erinnern. Ist das der, guck mal, ob das ein Reiseort gibt, der so heißt. Was sagt uns doch jetzt bestimmt die allererste? Die allererste Lampe. Ach so. Ach, und ist da. Ach. Ja, ja, ja. Ja, Aber das und, ist dann Zentrum oder ist es Krankenzimmer? Allererste Lampe? Krankenzimmer, ja, Krankenzimmer. Okay. Und dann muss man dann da. Da sind diese Türen, ne, die wir nie aufmachen konnten. Ja. Kommen wir jetzt endlich mal dahin? Das ist ja geil. Krankenzimmer. Knarz. Wir wissen nicht, ob das zu spät ist. Aber das holen wir uns jetzt ja auch noch. Ja, wir haben einige Sachen verpasst, die wir jetzt nicht mehr zurückholen können. Wir können niemanden mehr in die Kirche bringen und retten. Ja, das war Pech, ne? Die hätten sich melden können. Wir haben es versucht, wir haben an viele Türen geklopft und Fenster und wollte keiner. Ja, der war schuld. So, und hier irgendwo ist dann die Dame, die uns diese Schnur gibt, dann schenke ich mal so, oder was? Das ist ja der allererste. Ach, ist der Wolf eigentlich noch da? Nee, der liegt ja ausgeweidet rum. Das ist ja wirklich lächerlich. Ja, wir gehen erstmal. So. Moment, aber das kann nicht sein. Hier muss doch drin noch. Hier ist noch was. Bin ich falsch gelaufen, also.
Das ist da, wo wir ganz am Anfang aufgewacht sind, als das genau. Spiel begann. Und ich weiß noch, dass hier eine Tür ist, wo wir nicht reinkamen. Aber vielleicht kamen wir da über eine andere Ecke rein und nicht hier. Ja. Ein bisschen auch. Ach, da! Na, Moment, aber die ist doch offen. Da schlurft. Schlurf. Ja, irgendwo. Und dann rechts, ich erinnere mich, oder? War das gleich rechts? Nee, nicht da. Geht's auf die. Sondern da geht's gleich eine Abzweigung, irgendwo rechts. Und ja, hier war das irgendwo. Ja, kommt schon noch. Hier rechts jetzt gleich. Ich glaube, dass das hier war. Vielleicht war es aber auch in die andere Richtung. Na, lass mal gucken. Das sieht irgendwie alles richtig aus. Weiß aber nicht, ob man die Holde mal töten muss oder ob sie. Es geht raus, oder hier? Da wollen wir nicht hin. Nee, ist ein Raum. Oh, da ist sie! Ist sie das? Da liegt das. Ja, geh mal, weiß ich nicht. Fragen wir sie doch mal. Hallo? Die leidet. God, I'm nauseous. Boah. Have you found this? It's progressing. I can see things. I knew it. I'm different. I'm no beast. I'm. Oh, God, it feels awful. But it proves that I'm chosen. Don't you see how they writhe inside my head? It's rather rapturous. Geben Sie mir bitte. Wir wollen bitte sofort diese Nabelschnur haben. Okay, das ist derselbe. Ja, Was sagt denn der Chat? Fackel. Irgendwie weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja, müssen sie töten, damit wir die Schnur. Müssen wir? Der Chat sagt killen. Oh, aber die ist doch eigentlich nur wirklich. Die ist doch nun wirklich nicht böse. Nee. Also ich mach's jetzt. Wenn ihr sagt, ich mach's, dann destroy, eat her ass, erlöse sie. Das sind drei verschiedene Wörter für exakt dasselbe. Oh Mann! Ein Streich. Ein, das ist auch noch so, die wurde nicht mal, das war nicht mal ein Kampf. Ein Drittel der Nabelschnur. Oh, jetzt liegt sie da schon. Ach, guck mal, hat die ja, da... Ja, da wächst was raus. Auf jeden Fall, die war eh böse so. Ne, die wäre wahrscheinlich... Die wäre böse geworden. Ja, sie hat gedacht, sie wird nicht zu einem Biest. So, sie wäre besser als alle anderen. In Wirklichkeit ist sie natürlich auf dem besten Wege, sich zu verwandeln. Nur sie wusste ja nicht, wie sich der Verwandlungsprozess anfühlt. Nur sie hatte einfach kein... Wir wissen ja schon mehr, weil wir ja die Lore... Genau. Wir haben sie einfach... Studiert erlöst. Haben. Prima. So, jetzt brauchen wir noch... Ach so, eigentlich kann ich doch jetzt wieder... Ja, jetzt brauchen wir ein anderes Drittel. Fackel. Das war jetzt aber echt einfach. Also, zwei haben wir. So. Ich habe gehört, es gibt vier, aber ich habe eigentlich auch gehört, es gibt drei. Also, was ist richtig? Wissen wir nicht. Vier? Also, Drittel stand da. Also. Ja, weil jemand meinte im Chat, es gibt vier. Meistens ist das ja korrekt, wenn jemand da ein bisschen was schreibt. So, jetzt müssen wir, jetzt brauchen wir noch die dritte Nabelschnur. Lass uns doch so einfach mal so Step by Step machen. Bevor wir hier rumirren, wir nutzen für diese Sachen kurz den Chat. Wenn wir nachher irgendwie im DLC sind oder so, dann machen wir natürlich den Chat aus. Aber das ist jetzt so, warum sollen wir jetzt hier rumirren? Deswegen, ist doch auch, sagt uns mal bitte, wo wir noch eine Nabelschnur bekommen. Soll ich einfach mal währenddessen in diesen Dungeon hier? Im DLC. Im DLC? Also irgendwie die dritte. Ja, dann. Gibt's im DLC die dritte? Ist das so? Boss? Bei welchem Boss? Siehst du, hier sind die Siegelkammer, da kann man dann mit den Kelchen, okay. Aha, ich guck mal. Stille Privatsphäre offen, okay, es ist irgendwas Onlineiges. Im letzten Boss, ihr müsst das Level mit den Schweinen weitermachen. Ach so, bei der versteckten Werkstatt.
Die dritte gibt's vom nächsten Storyboss. Dritte gibt's in der Story. Wenn ihr drei habt, dann braucht ihr keine mehr. Mindestens Albtraum wäre das Josef Scottini. Da waren wir schon. Die dritte könnt ihr nicht mehr verpassen. Erst das DLC, dann im weiteren Spielverlauf. DLC jetzt. Okay. Ich habe ein bisschen Blitzpapier nachgekauft. DLC jetzt. Okay, nächste Frage. Wie kommen wir zum DLC über den Schweinelevel? So, und der DLC war... Warte, hatte du, das pass auf. So, DLC. Sag uns mal einfach schnell den Startpunkt. Zugang zum DLC. Einfach wieder zur Odon-Kapelle oder Kathedralenbezirk reisen und sich von der Amygdala, die da draußen hängt, packen lassen. Okay. So. Blutbrocken gibt's ja auch noch, damit kann man Level, die Waffe noch geiler leveln. Weiß jetzt aber gar nicht, wo der ist. Einen Blutbrocken brauchen wir nur, ne? Einen. Ich dehne mich ja immer kurz. Dehne. Gut gedehnt. Lasst euch grapschen. Okay. Grapschen lassen, also wieder mit dem Aufzug hoch. War das nicht diese Geschichte? Oder sind wir da? Wo ist, ja, wo, was, wie, was, wo ist die alte noch? Moment. Die da klebt. Die Amygdala klebt da irgendwo. Da, ja, dann gehe ich erstmal raus. Amygdala. Die draußen hängt. Da, drängt, da hängt der eine fettmopsige Amygdala irgendwo. Da, da, da ist sie. Oh Gott, die habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, der wird mir direkt wieder ganz anders, oder? So schön. Die soll uns sofort grapschen. Kann ich hier. Also muss ich hier vorne raus. Ah, vielleicht. Ah, oh, das ist irgendwie echt widerlich. Da zuckt's mich immer innerlich. So, jetzt greif uns. Wie auch immer, der. Es verändert sich schon, oder? Der Himmel? Ich hab das Gefühl, der wird immer anders. Mittlerweile ist er blau. Wo grapscht er denn? Lassen Sie mich, nehmen Sie mich. Ist gut. Ist echt gut. Oh, na gut, das nehme ich nochmal. Offensichtlich waren wir da noch gar nicht. Oh, Zylinder. Jetzt, die grapscht. Bleib stehen. Der Grapschprozess hat begonnen. Ah, da kannst du aber echt mit den Fingernägeln echt mal was machen. Die behindern sich schon gegenseitig. Pediküre ist angesagt. So, geil. And their children forever true. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal den Chat aus, liebe Regie. Schade. Dass wir jetzt mal na gut. Quasi Blindflug wieder haben. Jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Bis hierhin ist Navi gewesen. Und tschüss, bis später, lieber Chat. Tschüss. Bis heute Abend. Falls wir es jetzt... Kann ich von hier aus natürlich nicht steuern. Ja, Paul, ne? Paul reimt sich ja auf faul und nicht auf fleißig. So, wo ist denn hier der Knopf? Warte mal, ich will mir das auch mit angucken. Warte mal auf mich. Ich mach noch nichts. Ich habe die Lampe angemacht und guck mir hier den Altar an. Der sieht aber langweilig aus. Da ist nichts. Weißt du, was ich hasse? Dass bei jedem Fernseher die Knöpfe woanders sind. Ja, ich glaube unten rechts. Zacka, zacka. Das gibt's doch gar nicht. Ich dreh den jetzt hier einfach um. Ich fällt der nicht runter. So. Wir haben schon direkt eine Abkürzung. So, leider Chatties. Ist sie noch zu. Aber hier ist direkt, guck mal, du wirst später wieder sagen, ah, das ist sie. Ich bin hell gebeamt. Da. Das was? Ist die Abkürzung. Zeig, das da ist eine Abkürzung zu unserer Lampe. Da ist die Lampe. Ach so. Und jetzt gehen wir raus. So, in einer Viertelstunde bist du dran. Gut. Ist ja alles schief und schepp. Oh, tatsächlich. Inception. Alter, guck dir das mal an. Was? Als wäre der Boden mutiert. Das da liegt auch noch was, da, ja, da komme ich von oben ran. Ja. Was sind das für Gesellen? Ja, eine will schon, ne? Ja, will schon schießen. Der hat schon so eine. Was hat er schon gemacht? Alte Jägerhandschuhe. Eigentlich müssten die DLC-Items doch richtig gut sein, oder? Ey, der hat die anderen platt gemacht. Ich weiß es nicht. Doch, das klingt so, ne? Klingt so. Als wenn die über uns einfach miteinander kämpfen. Das war ja auch ein Jäger.
Oder ist das, oder? Weiß ich nicht, ich bin einfach nur abgehauen eben. Ja, ja. Der, ja, das ist auch ein Jäger. Der hat wahrscheinlich die anderen besten. Ja, der Platz kommt auch schon. Ja, jetzt will er mit dir kämpfen. Boah, Alter, was ist das für ein geiles Gerät? Ja, Mann, ey. Für wen hält er sich? Sehr geil. Alter, was ist das für eine krasse Säge? Oh nein. Shit. Scheiße, ich bin ja zweihändig. Oh, runtergeflogen. Nee, da war alles gut. Vorsicht, dass du da nicht irgendwie abnimmst. Scheiße, er hat mich voll erwischt. Er wusste, dass ich das mache. Krass. Okay, ich warte seine Kombo ab. Ach, du Arschgeige, er macht immer dieselbe Scheiße. Komm. Eins. Zwei. Oh, okay. Oh, ich will auch so eine Waffe haben. Vielleicht kriegen wir die von ihm. Guck dir das an. Oh, ich will diese Waffe. Hol sie dir, Simon. Ich muss mal rankommen. Wenn ich komme, Mann, nervt das. Scheiße. Nils, der macht mich alle. Nein, du machst ihn jetzt alle. Ah, da ist ja noch einer. Okay, jetzt muss ich echt wahr. Jetzt muss ich abhauen. Ja. Aber jetzt hast du ja beide vor dir. Scheiße. Das nehme ich trotzdem mit. Kämpfen wir auch gegeneinander? So, hier. Hier ist der Ort, wo wir kämpfen werden. Was siehst du, der eine bleibt zurück. Das ist doch gut. Ja, Mann, geil. Scheiße, nicht die Fackel! Ja, sehr geil. Ja! Eingeweide! Oh, schade. Ich wollte. Ihn. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mäßigungs- Blutedelstein, okay. Ein harter Kampf. Er hat voll wenig oder gar keine Seelen bekommen, Blutedelsee. So, dann holst du jetzt auch einen Sausack. Abgehauen. Sind das jetzt richtige Gegner, wenn die ständig kommen? Muss man da mal eine Taktik finden. Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Das sind so Hunter, sind ja echt selten. To enemy at the gate. So. Ja. Ja. Sehr gut. Die. Sehr schön, sehr gut. Ich hoffe, das haben die anderen gesehen. Sehr gut. Oh, ich hätte so gern die Waffe gehabt. Ja, leider nicht. Das ist eine gute, ja. So eine ähnliche gibt's in Nioh, die mir sehr gefallen. Das war meine Lieblingswaffe. Fette Reichweite, das Ding auch hat. Und die hat er platt gemacht, die Typen, ja. Hätten sie direkt hier fehlen können eigentlich. Wieso erkennen die uns eigentlich nicht als Jäger an? Also warum... Warum bekämpfen sich die Jäger? Ja. Das werde ich nie verstehen. Okay, erstmal gucken. Hier geht's überall lang. Hol mir erst nochmal das eine Geschenk da hinten. Dann gehe ich mal... Oh, da unten ist auch noch mehr. Die haben hier ganz schön... Ah! Ein kleiner Hundimann. Oh, die sehen aber anders aus. Oh, jetzt habe ich sehr viele getriggert, leider. Hey, hast du es gehört? Ich höre es, aber da ist schon wieder jemand gegen den gekämpft. Spricht dafür, dass... Ja, da ist irgendwas. Gut, krieg ich sie? Ja, danke! Ist das wieder so einer? Schau mal. Ja. Voll die Jäger City hier. Was, der macht die platt alle. Ja, Alter, schön. Oh, so geil. Wie beim Dings. Oh, sehr gut. Kommst gar nicht dazu. Das war so gut. Er kämpft gegen den Hund, sein letzter Schlag. Der Dreier-Kombo ist ausgefüllt und du fährst ihm in die Parade. Das war mega nice. Mhm. Wie kann
kann er denn bei einem anvisierten Schlag so verkacken? Oh, oh, ja, jetzt glaube ich, ja, da ist, hast du gesehen, wie der rechts einer gekommen ist. Ja, 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 aber der hilft ja. Der kämpft jetzt gegen die anderen Typen. Oder? Ja, ja, du hast recht. Oh Mann, also, und dann kann ich ihn währenddessen. Oh, der ist ja auch so ein geilen Hammer. Ja. Lustig, ja, geil. Oh, wie schön. Lol. Ey, ich hab gedrückt. Bam. Sehr geil. Oh, das war, das ist schön. Einfach so, wie bei, ich hab gerade nach dem Spiel gesucht, wo das ist, wie bei Destiny oder whatever. Oder, ja, weißt du, wenn du bist im Kampf mit einem. Der Abstauber. Und dann, ja, der typische Abstauber. Ich erinnere an das Halo 3 Beef, da Halo fällt 3. mir was ein. Ja. Ja. Da war es der Booty. Ja, ja, der Abstauber. Er hat's geschickt gemacht. Daniel, der Abstauber, ja, da ist ein Film drauf draus entstanden. Ey, irgendwie, guck mal. Die machen gar nichts, ne? Die wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden, ne? Und ach, du Scheiße. Der hebt die Hände so, oh, bitte nicht, guck mal. Der battelt richtig, lass mich bitte leben. Könnte es sein, dass wir alles falsch sehen und dass wir in Wirklichkeit Zivilisten sind? Ja, so der klassische Outer Limits Twist. Ja, so. Ja, genau. Ja. Sie waren die Zivilisten die ganze Zeit. Ja. Ja. Das scheint fast so. Ich meine, jetzt, wo ich mal. Ich kann einfach lass nicht. Ihn doch. Er ist schon in der Ecke. Nein, ich kann das nicht. Irgendwie ist genug. Es ist echt. Ja, es gibt halt in diesem Spiel nicht so dieses klassische Gut und Böse. Vielleicht ist es deren Zuhause und wir sind da gerade so ein bisschen. Ja, so ist es ja aber auch. Und die werden hier von den ganzen Jägern die ganze Zeit platt gemacht und. Na, ihre Schuld, wenn sie respawnen. Hinweise. Okay. Ignoren ist effektiv. Also einfach nur auf die Jäger konzentrieren, das kann ich gut. Ist da ein Durchgang? Nee. Alter. Diese Falle getriggert. Ach, da war die Falle. Ja. Und was ist da? Da ist das Ding, ja. Geil. Nicht normal, Freundchen. Shit. Eklige Rottweiler. Schläge. Na komm. Ich hab Resident Evil gespielt, Mann. Ich kenn den Scheiß. War noch so ein Heini. Alter, was hat der? Was haben die alle für der komische. Hat auch so eine geile Waffe, ey. Den Köder höre ich auch noch irgendwann. Aber die braucht lang. Über dir, der Köder. Man weiß ja nicht, die Hunde könnten auch zu dem Jäger gehören, ne? Das weiß man halt nicht. Du hast Fifi getötet. Oh, sag mal, wie lang kann der schießen? Wie weit? Ich weiß, das ist wirklich krass. Komme ich besser von der anderen Seite oder von außen? Von oben? Wenn man noch rüberkommt? Da will ich auch noch hoch. Moment. Komme ich hier gar nicht mehr hoch? An die Stelle, wo ich doch hier. Dachte schon gerade, Sackgasse. Geht nicht. Okay. Rechts war auch noch ein Item, bevor du dich droppen lässt. Das wollte ich gerade hier. Nee, nicht das. Geh mal zurück. Und links? Links. Ja, da. Da, oh ja, das recht. Gut. Viele schöne Level-Ups, die wir hier einsammeln. Wir haben auch neue Gewänder bekommen, ne? Könnten wir auch mal probieren, ja. Werden wir, machst du dann nach der Pause. Wenn du dran bist, können wir mal die Klamotten wechseln. Okay. Das wäre so schön, wenn ich jetzt noch 6 Minuten durchhalten würde, ohne zu sterben. Das würde mir sehr viel bedeuten. Da vorne steht einer, zwei, drei, vier. Wo ist der Typ, der eben geballert hat? Der war oben auf der Treppe, ganz oben. Ach ja, da. Stimmt. Oh, oh, noch einer. Okay, der hat eine Scheißwaffe. Der ist tot.
lol, sagt er sich. Oh. Tut mir leid, wenn ich hier so inflationär gerade die Blutfiolen, aber... Kommt doch? Nee. Better safe than sorry, und du hast so viele geholt. Meinst du, die reichen sind dann weg oder respawnen die Jäger, wenn man einmal quasi... Das, ich glaube, die bleiben. Ich glaube, die sind weg. Ich glaube, die sind dann weg. Ja. Ich glaube, die bleiben tot. Dafür sind es irgendwie zu... Die sind schon ganz schön mächtig, ja. Also wenn das die Standardgegner hier sind, schon... Oh, sehr gut. Da nicht aufgepasst. Sehr gut. Ausdauer! Jawohl, hast du gesehen, es hat für vier harte Schläge gereicht. Ja. Dank unserer Ausdauer. Oh, da ist ein Hebel. Gut gesehen. Und ne, jo, Vorsicht, die Raben. Da sind sie wieder. Sehr geil. Direkt schon ein kleines Shortcutty. Die Raben haben was auf dem Schädel. So ein. Nee. Das nicht. Doch, die sind aber stärker als normale Raben. Super Raben. Alter, was die aushalten. Ja, ne? Von diesen zwei Schlägen mit dem harten Schwert. Ja. Wow. Ah, alte. Okay, komm, wir müssen unbedingt gleich mal die Klamotten uns angucken. Wir haben so viel eingesammelt, das ist ein komplettes Set. So, warte mal, wo kommen wir jetzt dann da wieder raus? Am Anfang, oder? Ich hab gar nichts mehr. Ja, das scheint mir, da ist da links, da ist das der Eingang? Das DLC? Hier links, ja, ne? Ja. Ja. Ja, ach, dann sind wir da hochgegangen. Ja, na gut, ist alles neu, man muss ja erstmal. Ja, aber ist so ein mega prima. Jetzt haben wir nämlich hier schon einen kleinen Shortcut. Ach, das ist ein Shortcut. Ach ja, stimmt. Ja, aber wo sind wir denn normalerweise dann lang gelaufen? Wo kann ich hier runter? Nein. Ich habe gerade leichte Orientierungsproblemchen. Das ist aber neu, haben wir normalerweise nicht. Das ist jetzt eine Ausnahme. Ja, das ist auch nur, weil ich am Pad bin. Oh oh. Nee, die wollen ja nicht. Hallo, die meine Freunde. Ach ja. Die sind ja Buddies. Das ist die sind so wie die Typen ungewöhnlich. Die sind wie bei Demon's Souls. Ah! Alter, nee, jetzt aber mal nicht. Wie bitte? Was war das? Was war das? Wer war das? Der will abhauen, oder? Eigentlich ja, nur. Ja, der wollte abhauen. Ach, die machen so Angriffe, damit man. Aber die tun gar nichts. Ja, die tun so wie so. Poser. Ja, wie Poser, genau. So sind die. Poser. Oh, die Armen. Aber ich nehme die jetzt mit zum Jäger. Oh ja. Oh, sehr schön von hinten gekommen. Oh, geil. Drei Schläge platt. Zack. Ficke er sich. Drei Schläge platt. Siehst du, ich habe meine Freunde, die Werwölfe sogar, habe ich gerettet. Ja. Wie damals wirklich in Demon's Souls, da diese im Knast, die Knast-Braver. Weißt du noch? Ja, wie die immer hinter mir herlaufen. Ich meine, ihr wollt's aber auch, oder? Ihr wollt's wirklich wissen. Exakt so wie die Typen. Wie komme ich da hoch? Ich will das haben. Muss ich hier rumlaufen? Aus dem Weg, bitte. Wir dominieren die richtig. Wir sind die Alphas. Ja, die folgen uns, weil sie wissen. Was ist mit denen? Oh, das sind die Glauben. Alle. Oh, cool. Wie geil, wenn wir irgendwann so 20 von denen im Schlepptau haben. Ist die ein Schnitzer? Schnitzer? Oh, war das eine neue Waffe? Show me, Ron. Ja. Das ist, Boah, ist das, aber es ist nicht. Nee, ist so ein lang wie das Sägehackebeil, oder? Oder ist es dieses Tschick, was so aufge. Kannst du einfach mal ausprobieren. Nee, halt leider nicht. Ausrüsten. Raus da? Kommst raus? Ja, da muss ich. Und dann für das. Für Stadt der Axt. Statt der Axt. Bist du jetzt im Axt-Slot? Ja, ne? Ja. Ja, es ist sie. Aber kann man die auch die Peitsche für immer lang machen? Na, wenn sie einmal ausgeklappt ist, dann ist der Schlag quasi so lang. Und wenn sie eingeklappt ist, nehme ich jetzt mal an, dann ist der Schlag so. Aber ist die trotzdem da noch einhändig? Ja. Alter, wie krass die hat. Eine einhändige, lange Waffe, stark. Das ist geil. Die hat voll die Reichweite. Also ich muss sagen, die würde ich mir auch lieber aufdotzen als jetzt eine von den alten. Mhm. Klar, behalten wir die Klinge, aber warum nicht auch mal den nehmen irgendwann, wenn wir noch Zeit haben. Geil. Jetzt sollte ich ihn aber wechseln, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau die ist, die der andere Typ hatte, aber das die ist hat die. Meinst du nicht? Mörderreichweite, ey. Schönes Ding, alle vom Leib halten. Ja, Kumpels. Oh! Was? Wer hat sich da drin. Wer hat es gewagt? Ja. Ah! Oh! Eine Minute noch, dann hätte ich es geschafft!
Eine Minute! Ich wollte zu viel, ich wollte zu hoch hinaus. Ikarus. Ja, und das, ja. Das brennende, das war das, eine brennende Bowlingkugel aus Heu hat das mich überrollt. Das war die Rache aus Demon's Souls von dem, weißt du, als wir diesen Feuerball zähmen wollten, aber der Feuerball wollte sich nicht zähmen lassen. Unzähmbar. Feuer ist eine Naturgewalt, ja. Die lässt sich nicht in Grenzen pressen. Wir müssen jetzt aber uns in Grenzen pressen. Wir müssen nämlich Platz für die Werbung machen. Und dann sind wir wieder hier. Und dann wird Fashion Souls ausgepackt. Und der Nils packt neue Klamotten auf seinen Leib. True, true. Mhm. Bleibt dabei. Es ist immer die Frage. Morgens, wenn man sich anzieht, nehme ich den Menses-Käfig, nehme ich die Augenbindenkappe oder doch den Jagul-Eisenhelm. Ja. Ich entscheide mich dann meistens doch zu Rocket Beans Mütze, ja. Weil die einfach die am meisten Schläge abhält. Oder der Puppenhut. Der Puppenhut, ja. Der Puppenhut ist gut. Ja, wir haben hier mittlerweile so viele Sachen. Es ist irgendwie erstaunlich, dass dieser Jägerhut, den man ganz am Anfang bekommt, jetzt also sich wirklich nicht verstecken muss hinter irgendjemandem. Da geht es dann wirklich mehr um die Klamotten und um die Perks vielleicht. So ein bisschen, ne? Ja. Also der hat hier 70 Gegenstände stumpf. Das sind ja wahrscheinlich so irgendwie so keulenartige Sachen. Aber es ist halt, es ist niemand, wo ich sage, das Ding ist imbar, sondern wir können uns tatsächlich einfach, wenn wir Bock haben, ein bisschen anders anziehen. Guck mal, physischer Schaden, physische Abwehr 50, ne? Ja, 50, 50, 40, sollte man sich schon mal merken. Ist gut. Der ist schon echt irgendwie, da hast du auch die Resistenzen da unten natürlich nicht zu verachten, aber die sind jetzt hier erstmal vielleicht eher so für Special-Gegner oder so. Vielleicht gar nicht so. Also wenn ich jetzt überlege, die meisten Gegner sind entweder die Wölfe oder die Jäger. Die Jäger, die mit ihren normalen Waffen, also normalen Stichwaffen kommen. So, und ich finde hier, können wir Jägergewand. Jetzt haben wir da Gegenstände stumpf wieder. Ah, der ist vielleicht einen kleinen Tick. Der hat 10 weniger, dafür hat der da unten ein bisschen mehr, aber. Nutzen wir aber nie. Nee, das Bestientum haben wir, glaube ich, noch nie richtig benutzt. Nee. Blutabwehr, Arkan, der ist super gegen Arkan, wenn wir irgendwann mal zaubern. Auch gegen Stich ist nicht schlecht hier, der untere. Nee, meinte das schwarze Jagul-Gewand. Nee, eins hoch, der, das. Den meine ich doch. Ja. Der ist halt echt gut gegen Stiche. Ja, gegen Insekten auch gut. Das ist, genau, das ist unser guter altes Henkergewand. Aber das hatten wir schon. Ne? Das ist aber, wir können nicht mal die alten Sachen auftragen. Das stimmt, aber der ist nicht so schlecht. Aber was ich sagen will, ist, es ist jetzt auch nichts irgendwie im Bar dabei. Nö. So, der hat 110, 110, 80. Und ich fand ja den hier gerade, wo war der? Wo war der denn? Weiter da, Henker. Ja, den würde ich nehmen. Ja, vielleicht ein kleines bisschen, aber es ist Es ist minimal. Aber jetzt die anderen bekommen. Dinge bringen mehr, finde ich. Der Hut bringt nicht so viel, aber hier die ganzen anderen Items. Die alte Jägerhandschuhe. Ja, und jetzt gucken wir mal weiter, was es noch gibt. So viel. Der Handschuh. Blutabwehr. Alles, das hält sich in Grenzen. Gut, das ist nur Stumpf und Stich. Ich glaube, Stich ist vielleicht eher besser. Ja. Stumpf ist. Ne? Ich meine, die Jäger haben auch Stumpfwaffen, aber jetzt eben waren es alles Stichwaffen. Man kann nicht für alles gewappnet. Sehr stichhaltige Argumente. Das ist nur Batman. Für 60, 50, 60? 60, 60, 60. Ja, oder? Ja. Ist das nicht besser? Die Jagulhose und die Henkerhose. Naja. Oh, die ist deutlich. Egal. Ja, aber da haben wir wieder weniger Stich. Wir lassen das mal. So, wir sind wunderschön. Gut. Das sieht jetzt alles gut zueinander passt, finde ich eigentlich. Es sieht nicht so wie Kraut und Rüben aus. Kraut. Und Rüben. Und Rüben. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob die Heinis wieder da sind. Wenn die Heinis nämlich wieder da sind, dann. Wissen wir, wie wir das in Zukunft machen: Rennen. Denk an den Feuerball oben, wenn du ganz oben bist. Ja. Ah, doch, okay, sie kommen wieder. Oh, das gibt's ja gar nicht. Aber sie waren nicht so schwer, wirklich. Ja, ja, ja. Sie bringen nur leider auch nicht so viele Punkte. Haha, und er weiß nichts davon. Ja! Ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Trotzdem bin ich jetzt leicht angespannt. Die sind nämlich echt nervige Bastarde. Man kann aber, halt, wenn du jetzt gerade ausgehst, kannst du direkt links dann den nächsten überwältigen. Ach, du kommst da easy vorbei. Ist der hier direkt? Nee, jetzt hier links. Da. Weiter oben.
Ja, der da? Oder ist der ja, einer? Doch, da steht, den meine ich. Der guckt, jetzt guckt er ein bisschen zu dir, ne? Ja. Hat gelernt. Toll! Toll! Ja! Aufgelauert. Das ist so befriedigend. Ja. Wenn die nicht mal zum Schlag kommen, da ist nichts. Also da waren wir schon. Ja, waren wir schon, ne? Ja, ja, ja. Und jetzt kommt hier, ist das jetzt hier der Feuerball oder was? Da müsste der Feuerball kommen, da steht auch schon. Ja. So gemein! Kommen die extra, um dich abzulenken? Siehst du, und die sind auch aggressiv. Und der Feuerball. Da kommt der Ball und da kriegst du auch die Blutechos wieder. Wie schön war Let das? The Fireball, do the work. So, nochmal gucken. Oben lungern welche rum? Sind das Jäger? Ja, oben lungern. Das ist ihre eigenen Monster gerade, könnte sein. Ja, es sind Jäger, aber ich will nicht gegen zwei Weimar. Oh, jetzt kommt auch noch sowas hier. Ja. Du könntest gerne, kannst du auch ein Blitzpapier oder so nehmen. Guck mal, wie man die, oh, die Tür geht auf. Das ist ein Vorteil. Oh. Drei, alter Falter, jetzt gibt's auf. Oh, die kämpfen. Alter! Geil! Ja, und direkt rein! Gar nicht lang aufhalten! Geiler Typ. Dickwanz Cthulhu. Nee. Ah, es war gut. Es war nur falsch getimed. Ja. Vorsicht. Oh ja, sehr gut. Sehr gut. Was macht er? Ja, ich lauf da noch rein wie so ein Dummkopf. Ja, aber es hätte ja alles sein können. Ich dachte, er heilt sich. Alter. Alter. Der hat einen harten, rechten Haken. Das macht alles, die Axt. Der kann gar nichts. Oh, Energie. Oh, wie, das war's. Oh, der hat mich gegriffen. Jetzt saugt er dich aus mit seiner dunklen Energie. Oh, ich wollte an ihm vorbeischlurfen. Komm, mach nochmal. Sicher? Ja. Das ist irgendwie doof. Warte mal, mach den jetzt alle, du kriegst den. Ich wusste nicht, dass der noch einen Angriff hat. Also so einen Krabsch-Angriff, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Er hat Grabsch, diesen Area of Effect und den Schlag, aber ich glaube, beim Schlag einfach nach vorne rollen, weil die Axt ist so lange. Das ist. Und dann. Ich hab deine Mutter gefickt und dann stirbt er. Das musst du noch sagen. Musst du ihm sagen. Deine Mutter. Als Demütigung. So heißt auch der, ich finde. Man kann heutzutage das auch mal ganz normal auch mal mit Vater machen. Du hast, ich habe dein, ja, okay, aber ich habe es geht nicht so einfach von den Lippen. Ja, aber es ist eine viel schönere Alliteration. Ich hab deinen Papa gefickt. Eine phonetische Alliteration, so. Gut, eigentlich sollte man es ja gar nicht sagen, aber ich finde, wenn jemand gerade am Sterben ist, der es verdient hat, säusel ihm das doch noch schnell so, dass er die letzten Sekunden deines Lebens genießen kann. Wo kommt der jetzt? Dein Vater hat mich mehr geliebt als dich. Tot. Häufiger auch. Hoffe ich zumindest. Ja. Die sind aber schon echt Bastarde, ey. Das ist auch schön. Mal sagen. Wir brauchen nie wieder Blutfeolen. Können wir in den Shop aufmachen. Schnitt. Nein, nicht mehr, doch. Wir haben jetzt 300 oder so. Ja, mal gucken, was uns hier erwartet. Also das geht ja auch echt schnell, ne? So, der war da hinten. Oh, Achtung. Hat auch so gelbe Augen jetzt, eben der Jäger. Oh. Ist mal der Ball. Genau. Ja, da kommt er. Das können wir ja jedes Mal wieder so machen. Das ist so schön. So. Hallo, Boys. Die Szene ist wirklich gut. Das ist wirklich sensationell. Vielleicht haben die ja auf uns gewartet, um mit uns zu kämpfen. Da rechts liegt auch noch was. Ja, das mach ich jetzt mal. Ja, rechts. Ja, ja! Oh ne, ich wollte ihn einkerkern in seinen
noch ganz schön rennen. Ja. Ich würde so gerne den mal abschießen. Ja, aber das kannst du auch. Mist. Nee. Eben war es schon richtig, aber... Alter, mach doch erstmal Energie jetzt. Oh, du musst die ganzen scheiß Treppen wieder hoch rum. Mann, ey, immer ist okay, aber nimm, denk an die Energie. Jetzt halt mal probieren, ne? Irgendwann muss man es ja mal machen. Eben hast du es. Beinahe. Vielleicht geht's nicht beim Sprung. Ja. Weißt du was? Schidiot. Sehr gut. Alter, ich war doch schneller als er. Mann! Du warst wirklich Energie. Oh, Tentakelgesicht. Was war das? Das ist dieser Grabscher. Weg! Energie! Du hast ihn doch schon fast. Entweidor. So. Das hast du so schön gemacht. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Na, eben war ja wirklich eine gute Gelegenheit. Du hattest ihn ja auch. Es war aber leider scheinbar. Ja. Scheinbar nicht, wenn er rennt. Ich glaube, das geht. Oder springt. So, bevor ich da jetzt reingucke, mal erstmal hier, ob er oben liegt. Ne? Da ist nichts mehr, aber rechts ist noch was. Ist da noch eine Höhle sogar? Ja, sieht's aus, ne? Oh! Aha. Ha? Aha. Oh, okay, wo geht man jetzt? Ich würde erstmal die Höhle, bevor man die große Treppe nimmt. Das hier erstmal abhaken. Da ist eine Abkürzung. Ich leide doch in Höhlenangst. Glocken die unsere Ankunft wieder. Glocken sie nicht gut. Nicht okay, also. Siehst du, da vorne steht schon einer. Ja, das mit zwei Knarren. Ja, okay, pass auf. Vielleicht ist ja oben auch eine Lampe oder so. Weißt du, was ich meine? Dann. Ey, voll okay. Also, wir merken uns jetzt einfach die Ecke hier. Ja, ein weiteres auf jeden Fall ein bin ich auf dem Rückweg. Ja, ein langer Weg, der dahin führt. Und das sieht hier aus wie halt entweder ein Endboss oder vielleicht eine Lampe. Es ist schon sehr endbossig irgendwie hier, oder? Und ich denke, hier fängt der DLC erst richtig an. Guck mal hier mit dem. Tor und allem. Was habe ich da eigentlich für ein komisches Zeichen da oben rechts neben dem Blitzpapier? Das ist doch ein Endboss. Du bist geperkt für irgendwas, ja. Das ist doch ein Endboss, Siebenhühnchen. Ja, das ist recht. Willst du vorher vielleicht? Nö. Okay. Ich bin ja nicht straight hierher gelaufen. Ist okay, ich hab nichts gegeben. Gucken wir den jetzt mal an. 20.000 sehen shit on it. Ich spiele noch nicht lang, aber ich habe jetzt Bock, mir den anzugucken. Okay, der ist tot und hat seine. Der brennt schon. Siehst du? Aber du erweckst ihn vielleicht gleich wieder. Geht kein Kopf, die Alte. Ja, dann nehme ich mal einen. Augenanhänger. Wenn ich ihn jetzt hau. Was ist hier passiert? Mach doch mal. Gucken wir uns mal den Augenanhänger an. Sowas war das ja nicht, ne? Nee. Nee, doch, Auge. Also der ist ein Auge, aber. Das war auch nicht wahrscheinlich. Komisch. Ah, nee, oder? Na gut, guck trotzdem. Ich hab keine Ahnung. Ja, ja, guck. Also, die Krone war ja auch hier irgendwie, dass man das sind Kleidungsstücke, aber ne. Okay, hä? Mega dumm. Da. Ja, der den OP-Altar freischaltet. Zwei hoch. Ach da! Augenanhänger. OP-Altar? OP-Altar falsch. Drück mal, anzeigen. Zwei Kathedralen im Traum des Jägers. Eine liegt jenseits des Blutes, in der anderen befindet sich die private Forschungshalle der heilenden Kirche. Und ausgebildete Mitglieder können. Okay. Gib dem OP-Altar Schädelaugen. Traum des Jägers. Sehr gut. Ist ja nicht so groß, der Raum. Ja, genau, eine liegt im Gen, die andere befindet sich in. Ja, okay, alles klar. So, jetzt hau ich den mal.
Ach, Moment. Das mit dem Auge ist vielleicht für die zweite. Du erinnerst dich doch, wir haben doch zweimal die Location gefunden. Einmal den Traum und einmal die Werkstatt, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher für die Werkstatt ist. Ah, egal. Wir werden es sehen. Ey, also hier auf. Also das ist doch eindeutig Endgegner-Areal. Ja, ich wollte gerade sagen, da kommt man doch nochmal hin. Vielleicht müssen wir den wiederbeleben. Ich wollte gerade sagen, ey, was. Guck mal, der kämpft hier auch irgendwie. Das ist schon ein Foreshadowing, ja. Auf, ey, come on. Ja, hier kommt nochmal ein Bossfight. Also, entweder später, wenn wir hier hinkommen, oder wir müssten theoretisch auch jetzt irgendwas machen, aber auf jeden Fall wird der nochmal wiederkommen. Da kannst du mal Gift draufnehmen. Diese großen, das waren gerade keine Türen, oder? In der Halle? Nee, egal. Diese, da waren so links, rechts? Ja, die. Genau, guck mal, es ist nur ein. Nee. Okay. So, dann müssen wir jetzt da durch die Höhle. Gut zu wissen. Wieder sind hier diese komischen Typen mit ihren Spalieren. Das ist echt schön gemacht. Oh, das war aber, es hat mir richtig geil gefallen. Die stehen da oben wie die Motherfucker und denken so, ah, jetzt hauen wir den mal zu zweit ein auf die und dann kommt da dieser Riese raus und haut die wirklich mit einem Schlag platt. Immer ein Größe. Und wir hauen danach den Riesen platt. Das ist ja das Besondere. Tja, wie machen wir das jetzt? Ja, jetzt schnell rennen? Ja, oder vielleicht die Hunde triggern, mal gucken. Es sind ja noch, es sind ja diese Geschütze. Bin ich über irgendwas rübergelaufen? Nee, das ist er. Der da steht. Okay, warte mal. Jetzt muss ich mir eine Route überlegen. Rechts. Ja, okay. Pass auf. Das ist wie beim Drachen damals, weißt du? Stimmt, der Drache, Mann. Gott, das war schlimm. Okay, dann links lang. Sehr schön hast du das gemacht. Tja, jetzt bin ich so lange gewartet. Wieder einfach nichts mehr. Er war schockiert. Oh, gut gemacht. Da wären wir sicher auch noch irgendwie. Hätten wir noch einen bekommen mit. Okay, na gut. Dann nochmal gucken, ob man hier irgendwas vorbeigelaufen ist. Hier ist noch eine. Da ist auch noch eine. Wieder, ey. Krass. Ah! Ja, das wär's gewesen, ne? Ah. Ja. Willst abhauen, gehst. Ja. Okay. Du kannst aber noch weiter. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob hier noch. Manchmal ist ja irgendwas versteckt dann. Alles gut. Merk dir das, wenn du hier nochmal hin musst. Aber wieso? Du machst das doch jetzt. Sahne gleich machst du das jetzt. Sahne gleich. Unsere. Wir haben die Waffe halt eigentlich schon ganz gut hochgepusht, aber die ist einfach schlecht. Oh, Energie. Nochmal. Jetzt hasten. Ja, Mann. Wird der von seinem eigenen Ding verletzt? Nee. Nee, immer nicht. Oh, der konnte ja gar nichts. Ja, die sind. Dann nervt man natürlich, wenn du gegen den anderen Typen kämpfst und dann nerven die dich mit ihren Feuerbomben. Das dann sind die gefährlich, so als Support-Einheit für den Fettmobs. Okay, da ist ein Item. Sind wir hier. Da geht's auch weiter. Oh, da ist eine Tür. Ein Item. Das sieht schon wieder aus, als würde es da länger weitergehen.
Sag mal, das sind schon die Gebäude, die wir alle kennen, oder? Weil ich kenne diese, Architektur von dem Haus. Wir waren, das ist im Anfangsgebiet, ja, steht genau das Haus. Noch die Leiche eingeprügelt, um möglichst viel zurückzubekommen. Siehst du, genau, hier steht nämlich immer einer. Ja, genau. Hier war der Typ. Das ist er tot. Und das ist der Typ, der hier stand und das ist seine. Aber der sieht anders aus. Das ist jetzt ein Jäger. Vielleicht ist das seine ursprüngliche Gestalt, bevor er zu einer Bestie. Oder wo ist. Nee, der sieht auch bestienhaft aus. Könnte alles. Und unten ist der Opa. Das ist ganz komisch. Unten ist dieser komische Opa. Lass mal gucken, wenn der jetzt auch da ist, dann wissen wir zumindest. Da geht's gleich rund. Ja, komm, mach das erstmal. Ein Typ und ein Opa, ja. Das ist direkt aus dem Anfangsgebiet. Wenn der jetzt noch laufen kann, der Typ? Nee. Oh. Der hat's nicht geschafft. Hier lebt er schon gar nicht mehr. Eruptionshammer! Ah! Ein Suicide-Rollstuhlfahrer. Erinnert mich an Breaking Bad, aber ganz gewaltig. Oh ja, stimmt. Mann. Alter Schwede! Wenn ich da jetzt so gesagt, oh, heile ich mich gleich. Oder so, ne? Das okay, aber jetzt, hier geht's dann wieder da lang. Das ist ja so lustig. Da muss dann ja die Lampe gleich sein. Könnt ihr eigentlich mal, wenn wir uns schon mal auskennen, kann man ja immer zur Lampe durchlaufen. In der Hoffnung, dass jetzt hier nicht irgendwas Schergiges, Unvorhergesehenes passiert. Mhm, und dann kann man zumindest mal eine Lampe haben. Hier ist nämlich auch eigentlich immer einer. Hier stand immer einer. Auch tot? Das schon, das muss irgendwas bedeuten, dass dann da, wo normalerweise welche stehen, immer Leichen liegen. Und hier wir haben einfach zu wenig leider vom Hintergrund mitbekommen bisher. Wo bist du denn? Hä? Ich hab gar nicht getroffen. Oh, deswegen. Vorsicht. Energie. Alter. Ja. Okay, nicht aufgepasst. Ich habe ihn voll unterschätzt. Ja, der hat auch schon echt zwei harte Schläge. Ja, ich habe ihn unterschätzt. Ich hab gedacht, ich mache ihn ganz cool. Strafe einmal an ihm vorbei und dann gebe ich ihm so als dumm. Übermut tut selten gut. So ist das halt. Nun, aber da war. Kann das sein, dass da keine Lampe war? Oder hab ich sie nur übersehen? Weiß ich nicht. Wir müssten nochmal hochlaufen, ja. Muss ich jetzt den ganzen Weg dann nochmal um? Shidomat. Ja, ich bin an irgendwas auf jeden Fall vorbeigelaufen. Also das ist ja nicht. Glaubst du, da wäre noch eine Lampe irgendwo? Irgendein Shortcut auf jeden Fall. Die können jetzt ja nicht quasi jedes Mal hier. Ah, sehr schön. Man merkt, manchmal droppen die was, ja. Man merkt schon auch, dass. Wir sind ja dieselbe Person, aber man hat weniger Respekt jetzt vor den Typen. Man denkt sich schon jetzt eher so, ja. Man weiß, es sind random Gegner, die immer wieder kommen. Also irgendwie besonders bist du gar nicht. Nee. Kannst auch rechts direkt laufen eigentlich. Da ist noch ein Typ. Ah, ich muss die ja gar nicht triggern. Nee, und da ist aber noch ein Typ. Ja. Vielleicht kriegt der auch einen ab. Nee. Schade. Oh, Hunde? Nee. Die habe ich ganz übersehen, aber. Boah. Der ist neu. Ne, den hattest du eben nur. Ja, aber ich meine, der Move ist neu. Ne, den hat er, glaube ich, hat er schon einmal gemacht. Nicht aufgefallen. Wie einfach. Dumm einmal um ihn rum. Okay. Muss man. Aber siehst du, manche. Ach, ich hasse so schnell, dass du manchmal nicht nach Items guckst, ne? Auch da bist du wieder an uns vorbeigelaufen. Ja, in dem Fall jetzt aber, weil ich hier hin wollte. Moment, wo ist denn jetzt die Seite? Noch ein hoch. Ein hoch noch? Ja. Ach, jetzt die kommt. Und dann rechts direkt. Dann kannst du ignorieren. Sei nur, du hast Bock, den zu machen. Dann nee. Aber wir kriegen die Dinger gleich von dem, die Seelen? Und nur ein Chip da. Ja, da sind sie. Der wehrt sich im Bild. Jetzt sind sie gut. Was denn? Also einer lebt ja auch nur noch. Guck mal, der hat den. Gibt dem ordentlich, ey. Okay, ich mach das nicht mehr. Das war der Grabsch. Ich dachte, ich kann ihn. Weißt du, während der beschäftigt, schnell noch einen mitgeben, aber jetzt lass ich lieber.
der Buddy-Move. So, weißt du, so kommt das 5-6 Jahre später zurück, alles indem man einfach zurück. so eine Aktion einfach einen Buddy-Move nennt. irgendwo ist ein Schock. Das glaube ich aber auch. Okay, Moment. Da. Ja, einfach rechts. Rechts, links, rechts. Ja. Das Timing ist es eher gerade für mich. Ja, jetzt. Siehst du? Scheiß Timing. Da links ist die. Die ist ja nur eine Falle. Da ist drüber gehüpft. Ja, gut. Ey, die hat trotzdem gezündet. Das ist aber uncool. Ja, trotzdem geschossen. Das ist nicht okay. Wie hast du das gemacht? Ja, einfach jetzt links direkt. Wenn der links einmal schießt, links geschossen hat. Und dann jetzt. Okay. Jetzt. Ja, ist der in der Mitte noch. Jetzt. Jetzt wäre das hier auf einmal. Alter, es geht mir auf die Eier mit euch. Natürlich. Schwede, ey. Haben wir vergessen, ne? Haben wir beide vergessen. Okay. Das ist alles ein ganz schön langer Weg. Soll ich an dem vorbei rennen einfach? Oder oh, was ist da unten? Du siehst das, ne? Oh, ist das geil. Was ist das denn? Ja, ich meine, ich bin eben links gegangen, könntest jetzt auch rechts runtergehen, vielleicht ist da eine Laterne oder so. Ich will deine Seelen schon. Ah ja, okay, meine Seelchen noch, ja, das stimmt. Am besten lockst du da die erstmal hoch, so nicht alle auf einmal, so, weil dann nerven die nämlich, glaube ich. Ja, nur den. Au. Oh. Dein Hut verrät. Ja, halt echt. Was mach ich denn jetzt? Gehe ich jetzt wieder runter? Na gut. Ja, Jungs, ich glaube, er ist weg. Ja, das meinte ich. Ja, aber hast du das gerade gesehen? Mit einem Schlag? Ja. Weil die Bombe noch kam, oder ja, was? Ja, genau, das ist das Ding, was ich meinte. Wenn ja, scheiß drauf, jetzt sind die Seelen weg. Krasse Support-Einheit ist. Jetzt können wir aber auch ohne, ne, jetzt können wir mal uns wieder auf den Level konzentrieren. Ja. Das hat mir nicht gefallen, der Run. Oh, das ist ein Kaffee. Ja, jetzt sind wir nämlich wieder an dem Punkt, wo wir langsam ein bisschen überheblich werden und eigentlich das, den Weg vor uns schon gar nicht mehr so wahrnehmen als. Ja, ich wollte jetzt nur noch schnell zu dir genau, kommen, aber das war eigentlich ein Fehler. Ja, und das könnte mir jetzt auch wieder passieren. Ich neige auch zu solchen Aktionen. Nein, denn du weißt es jetzt besser. Du wirst das nicht tun müssen. Jetzt kommt der hier erstmal wieder angelaufen. Hier, wollen Sie meine Kerzen kaufen? Was? Was ist das denn? Der zieht sich ja auch Energie zurück, wenn er dich trifft. Also ich glaube, so habe ich es gerade, vielleicht habe ich hier Scheiße erzählt. Nein. Es wirkt auf mich so, als ob er sich auch Energie geholt hat. Das macht auf erstaunliche Art Sinn. Ich nehme es jetzt schon mal. Ich habe aber auch das kleine Schwert genommen, weil ich dachte, das reicht. Kann auch daran liegen, dass meine Ausdauer irgendwie weg war oder was, keine Ahnung. Ah ne, euch wollen wir ignorieren. Stell's mal hoch. Alter, Feuer. Ball. Ja, das ist der bessere Weg. Ah, sie knarren jetzt wieder. Dieses Brüllen auch noch im Hintergrund. Fight, nein, fight. Achtung. Ja, dumm. Danke. Trotzdem dumm. Ah ja, der hat sogar meine Blutechos. Ach, das ärgert mich schon, dass ich hier die 20.000 da liegen habe. Na, egal. Zu spät. Ja, ich weiß. Ein Run. Ah!
Nein! Oh nein, Mann, ich hab ihn auch vergessen. Ich bin ja so dumm! Ich hab's auch vergessen. Das, warum steht es auch genau da? Der Typ steht da drauf, deswegen. Alter. Deswegen! Oh. Auf dem Ding! Wie ich beim ersten Mal noch sag, Simon, wenn du da noch mal hinkommst, vergiss die nicht! Ich hab sie nicht vergessen. Also, doch, aber dann fiel's mir wieder ein, als ich dich sterben sah. Pure Dummheit. Dann kam es mir. Ich hab dich da nicht absichtlich reinlaufen lassen. Ich hab's aber nicht gecheckt. Alles cool. Ich, ich möchte das auch mehr für die Leute da draußen sagen. Ach, doof. Das ist dumm. Sag mal, warte mal, wenn das hier die Kirche ist, dann ist doch hier ein. Ist hier nicht eigentlich. Ach, da ist nochmal ein Aufzug nämlich. Das ist nämlich eigentlich der Aufzug. Aber hast du eigentlich schon mal probiert, die aufzumachen? Nee, geht nicht auf. Ja. Aber wir kommen da mit einem Aufzug von einem Stockwerk hoch wieder runter. Da bin ich mir fast sicher. Ja, es gibt da ja mehrere Türen, die abzweigen. Es gibt ja eigentlich auch noch eine nach links. Die ist aber nicht da, ja. Komischerweise. Hey, wie habe ich den gerade nicht getroffen? Bin ich da durch den durch? Mach das jetzt so wie du. Du hast das gut gemacht, du bist da schön durchgerannt. Ja, ne? Alles andere ist Käse. Ja, wirklich so, ey. Die tun so harmlos und ein, zwei von denen ist. Das ist so hinterhältig. Das ist richtig hinterfotzig, ernsthaft. Vielleicht das machen die schon geschickt. Die ersten 20 machen genau. So und dann exakt. Eine. Und ich glaube nämlich, wenn die eine gewisse Gruppenanzahl haben, dann wird das Verhaltensmuster getriggert. Ich glaube so. Ja, Mann. Solange die nur zu dritt sind oder weniger, so, oh, bitte nicht und so. Nee, und please, irgendwann, die werden immer. Ja, das ist echt fast eine feige Bastardbande. Denk dran. So geht natürlich auch. Ah, kack. Bewegt er sich jetzt, wo sein Trick? Nee. Dich. Aber der ist ja eigentlich auch ein bisschen selbstmörderisch veranlagt dann, der Typ. Weil er steht ja wie in der Tretmine so. In dem Moment, wo er sozusagen den Fuß hoch nimmt, ist er selber. Er ist das Opfer, ja. Ja, er wurde sich an. Deswegen wehrt er sich auch nicht, weil er wurde wahrscheinlich ist das ein Sklave oder ein Zivilist. Man hast recht, sobald er da weggeht, wird das Ding ja getriggert. Ja. Die haben den darauf gestellt. So, du stellst dich jetzt mal hier hin. Ja. Bis in alle Ewigkeit. Ja, Lockvogel so. Die lagen. Ja, nicht schlecht. Vielleicht kann man ihn komplett ignorieren, vielleicht so. Ja, ich weiß, das ist aber ein bisschen erbärmlich, ne? Kommt da jetzt mal endlich einer? Jetzt. Der ist aber schnell. Hast du es gesehen? Ich habe ihn sogar. Oh. Na, trotzdem nicht. Oh. Da liegen unsere Seelen noch. Lustig. Kamera. Das ist doch nicht euer. Jetzt kommt noch das Ding. Oh, ja, 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 ja. Na gut. Ich schaffe es. Ja, ja, ich weiß. Du schaffst es. Das war jetzt ein kurzes Spannungsmoment. Ja. Schlagabtausch. Wirklich einfach nur eine reine Rocky, Schlägerei. Wie bei Rocky. Pam, pam, pam. Wer hat am meisten Energie? Ich. Denn ich kann nachladen. So, jetzt will ich sie haben. Moment, gib mal, lass mal kurz. Aber hast du die jetzt zurück? Geronimo! Okay, ja. Drecksding. So, die Blutechos, habe ich die jetzt? Ja, die lagen doch eben noch hier rum, oder? Ja, eben, aber vielleicht hast du die jetzt. Waren die gekoppelt? Das tote Pferd da, ey. Ich habe die auch gesehen, aber da stand ja gerade Blutechos zurückerlangt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal andere waren oder. Nee, das war schon nicht. Okay. Das ist wieder so ein Reifenmann. Das Rad. Macht mich fertig. Weil das kann doch keine ernsthaft als Waffe 10 Stunden lang mit sich rumschleppen. Ich bin sogar extra schon super schnell weggerannt diesmal. Okay. Gab es einen Grund, hier reinzugehen jetzt oder sollte ich erstmal hier runtergehen? Sollte runtergehen. Oh, shit, sorry. Ob hier ein Kürzel irgendwie kommt.
Ja, und jetzt? Ich hab auch was zum Aufladen. Mhm. Warum kriegt man hier diese lächerlichen Zwillings... Oh, wahrscheinlich damit man die neuen Waffen aufladen kann, die man hier bekommt, oder? Auf jeden Fall Sinn. Guck mal, da, man kann da runter gucken zumindest. Da kann man sich die schon mal angucken. Die sind, das sind die Typen wieder. Ach, kann ich die nicht? Kann ich die nicht von hier... Haben wir noch... Kannst du einen Molo runter? Das bringt gar nichts, weil... Also, ja gut, dann müsstest du die dann... Das bringt Spaß. Ja, das stimmt. Gucken, ob wir da rüberkommen, ja, über den Zaun. Immer. Ach, bringt zu wenig. Hilfe, Hilfe! Brenne! Ah ja, komm. Die Band... Bringt ja eh nichts, ne? Kann man auch... Ich hab gehofft, der Boden brennt vielleicht. Dieses Blut, ja. Ja, aber... Brennblut. Und da sind wir wieder. Ah, ich hab nicht gewusst, dass da einer ist. Geh gleich wieder hoch. Ich will einmal kurz. Ekelhaften Sack. Ich trau dem alten Mann einfach überhaupt nicht. Nee, ne? Lebend nicht, tot nicht. Okay, jetzt gehe ich doch hier lang und nicht hoch. Ich will erstmal gucken, ob du nicht vielleicht doch recht hattest und hier eine Lampe ist. Ja, 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 das hätte ich jetzt aber auch mal ausgecheckt. Das ist halt nur so ein Typi jetzt. Aber den machst du platt. Wäre schon schön, wenn jetzt hier eine Lampe ist. Sehr gut. Sieht aber auch echt scheiße aus. Ey, das ist der, der da gewohnt hat vielleicht. Kannst du noch so oft dein Hin und Her Gedödel machen? Krass, der ist beweglich, ne? War lustig. In der Luft. Jetzt hab ich ihn. Alter, wie viel hältst du eigentlich aus? Ja. Ja gut, aber hast ihn ja gleich. Ja. Kannst du jetzt endlich mal sterben? Was ein Typ! Der hatte Blutsamen. In Erinnerung an Licht, ah, okay, weil hier die Lampe war. Oder was? Okay, ja. Was, die Sackgasse? What? Ja. Ja gut, deswegen war der Typ da, um uns nochmal ein bisschen zu unterhalten und jetzt ist halt... Klar, hier ist nichts. Aber wo geht's denn dann weiter? Ja, ich meine, wir finden schon noch irgendwie... Wir haben ja noch da oben, wo dieser... Typ ist der. Ja, keine Ahnung, vielleicht kann man den auch irgendwie aufhängen. Hier ist auch kein Durchgang mehr. Links? Nee. Oder vielleicht im Haus nochmal irgendwo. Also nee. Dass der eine Gasse aufgetan hat. Bei dem Opa da war nichts mehr in der Ecke. Denk an die Zeitbombe. Wie funktioniert die? Wenn ich haue. Weiß nicht. Ich hatte ich mein, wie Item, ausgelöst? Da war so ein Item, was ich genommen hatte, meine ich. Rex sagt bis zum Schluss. Ist das ja. Eine Tür? Nee. Achtung. Ja. Alter. Echt, das ist so unfair, Leute. Ich meine, ich stand schon in der Ecke. Aber kann ja keiner wissen, dass es alles TNT ist. Okay. Keine Tür. Dahinter auch nichts, oder? Nee. Naja. Okay, dann müssen wir hoch und dann wieder weiter. Hier. Und da? Oh, hier können wir auch raus. Ja. Ja, ja, klar, da geht's runter. Ach ja. Da sind unsere Blut-Egel-Freunde. Ballern hier mit Blut. Oh, siehst du, ich glaube, das Blut. Ach nee, das ist das, was die da machen. Das macht mich wahnsinnig.
oder vergiftet mich. Hm. Die bleiben da, die kommen nicht. Hm. Die sitzen da in ihrem... Spratz. Spratz, Spratz. Alle so einen dicken Sack. Zwei Schläge. Scheiße, hab ich echt noch erwischt. Das ist noch alles im Grünbereich. Eigentlich, oh, alles leicht, ne? Ja, und das schon gar nicht mehr interessiert, dass man da einfach über hunderte von Menschen einfach drüber läuft. Ja, ja, aber es ist einfach... Okay. Oh, das würde ich gerne rein, ne? Ja, wenn man da mal reingehen könnte. Weißt du, so ein Schwer. Das ist ein guter... Ob der einen Blutbrocken hat? Ah! Hab ihn, oh, nein! No. Ist schon weg, er ist leider kurz vor mir. Aber den müssen wir uns merken. Ja. Oh geil, einer mit einem Gewehr. Okay, einfach eine Gatling Gun. Das ist der die junge Version von dem Typ im Rollstuhl. Oh, oh, oh. Ja, da werde ich ihn jetzt rein befördern. Ja. Kack. Tschu, tschu. Ah! Was? Mit ihm los. Das mag ich überhaupt nicht. Ich brauche echt jetzt ein bisschen Glück, damit ich hier in diesem engen Gang. Der hat auch echt viel Energie. Ja. Ich weiß es. Ich kam nicht mehr weg, Mann. Scheiße, Mann. Ich war schon so weit drin. Aber egal. Hm, schade, schade. Ah, Mann, ich hätte doch schaffen können. Ja, hättest du, aber das so war, der war auch nervig. Diese, wenn der einmal ballert, du kommst da nicht mehr. Ja, der hat sich geheilt und so, ja. Das Heilen war ein Fehler und dass ich, als er geballert hat, einfach nicht rangegangen bin. Ich hätte irgendwie, oder ich hätte abhauen müssen, oder. Aber in diesem Gang, er ballert geradeaus, du kannst ja nichts machen. Nee, kannst links, ja, rechts, kommst du nicht weg. Ja, deswegen ist das auch gut, dieser Mist. Aber das war okay. Ja, du warst vor allem schon so weit, ey, wir haben irgendwas übersehen, ich bin mir ganz sicher. Ja, das kann doch nicht sein, dass es. Oder du warst wirklich kurz vor einem Shortcut oder so. Das ist. Das kann doch. Ja, gut, vergiss nicht, wir sind den Umweg ja auch mal gegangen. Wenn du jetzt den normalen Weg gehst, ist es gar nicht so weit und dann holt. Da ist eine Lampe irgendwo. Und die Seelen kriegst du auch. Wir sind ja echt gut da drin, auch Sachen zu übersehen, ne? Finde ich, das ist. Ich finde, wir haben bisher jeden Level. Früher oder später haben wir ihn komplett auf links gedreht. Ausdauer gerade so gereicht, ey. Ein Schlag weniger und du kannst das nicht mehr so machen. Es sind so wenige, dass sie keinen Bock mehr haben, mich anzugreifen, oder? Doch. Ah, ne, das ist. Manche verstecken sich einfach, manche sind so Attentäter, Werwölfe. Feigwölfe auf jeden Fall. Feigwölfe. Das sind keine Erwölfe. Nein. Auf keinen Fall. Dumm.
Entschuldigung, ich lache nur, weil es so, es ist auch so scheiße, dieses Timing. Diese Penner. Na, komm. Jetzt kommt er. Denk an den, ne? Ich sag dir nichts. Ja, vielleicht solltest du die jetzt auch mal. Erstmal hier, ey, wenn der mich hier wieder hochjagt, wie bei dir. Es ist so, als ob die Entwickler gespielt haben, gemerkt haben, ah, der Kampf findet also da statt, also machen wir hier noch eine extra. Die haben sich das so überlegt, glaube ich schon. Nee, doch, nicht überlebt. Krass. Ja, ah, okay, du hast sie auch zerschossen. Ja, das macht total Sinn. Aber ich will einfach mal wissen, wie der so drauf ist, aber der ist einer von denen. Ist auf jeden Fall ein Schergelump. Haben wir noch Kiesel? Also müssten wir eigentlich immer haben. Ich hab noch nie einen benutzt. Oh, oh. Da ist er schon. Und... Was? Papier. Oh nein! Ich wollte es doch nicht gebrauchen. Kannst du aber gut gebrauchen. Dann komm her hier. Unter Strom bist du. Sehr schön. Das hat gerade geholfen. Jetzt mach die auch noch platt. Alter. Meine Gesicht. So. Mir gefallen diese ganzen. Mann, ich muss ja wieder durch das Ding durch. Ja. Bist du? Nee, ich überleg gerade. Ich mein, nee. Ich mein, ja, musst du. Ja. Mir gefallen diese ganzen Jäger, aber du bist immer im Kampf, wenn ich was sagen will. Mach erst mal. Dass man sich diese ganzen Jäger dahin gehauen hat. Also, weil die waren auch ein bisschen immer mein Highlight gefühlt in den normalen Leveln, weil man so das Gefühl hat, da ist ein Gleichgesinnter irgendwie. Ja. Ey, hier bist du noch auch nicht rausgegangen. Da ist noch das Item. Ja, aber da, ja, geh ruhig, aber du landest auch wieder bei der Brücke. Aber ich hab stimmt, ich bin da nicht raus. Ja, aber kann ich nicht jetzt hier auch runter? Ja, eine Abkürzung nehme ich. Alter mit. Jägerzylinder. Ja, das ist so gut. Ist hier noch irgendwas? Brauchst du die ganzen Klumpis nicht machen? Ja, ist so gut. Na, das kann man sich echt merken. Da muss ich aber die dummen... Nee, du musst jetzt hier rechts lang. Ja, das stimmt. Aber die beiden muss ich noch machen. Toll. Achtung! Oh, auf den Dottersack gehauen! Und die anderen? Weil das Ding ist, wenn ich jetzt mit dem draußen kämpfe und den hier rauslocke, weißt du, wie ich meine? Dann sind die da, ja. Ja. Das ist wahr. Ich denke, die vier hier, also die zwei noch, dann hast du auf jeden Fall ein großes Areal. Energie. Energie. Alter. Mach mal. Ich glaube, die Holde Maid, hätten wir sie nicht befreit, wäre sowas aus ihr geworden. Irgendwas ein trächtiges. Ey, irgendwas ganz Ekelhaftiges. Das stimmt. Ey, du hast recht. Gut, komm, mach die doch noch. Muss die machen, sonst, wenn ich hier gleich mit dem draußen kämpfen sollte, ey, und dann fallen die mir in den Rücken, habe ich ein Problem. Boah, das ist. Die sind aber auch ekel. Und die bringen vor allem jetzt auch nicht so viel. Das sind, wie viel sind das noch? Komm, die kannst du liegen lassen. Ne? Aber da geht's noch weiter. Wirkt, als würde es da hinter der Brücke noch weitergehen. Ach, in die Richtung. Ja, stimmt, du bist ja auch nicht in die Richtung gegangen. Aber das können wir später machen. Und oben auf der Brücke sind auch so Halunkis. Über die Brücke bist du ja auch nicht. Nee, ich bin von der Brücke gekommen. Nee. Ich bin nicht drüber. Ich bin von links runtergelaufen. Und direkt, weil da sitzt auch noch so ein Harlekin da drauf. Ja. Aber so viele Optionen jetzt. Dann mach das doch später. Jetzt hol erstmal meine Seelen. Meine deine Seelen, ja, weil der ist halt so mächtig. Ja, gut, also, du musst natürlich nicht. Nein, ich hab gedacht, obviously, you can choose your own way. Das Ding ist, da ist ein harter Kampf und hier habe ich vielleicht die Chance, irgendwas freizuschalten. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, okay. Mach doch. Versuch nur zu überleben um die 20.000 Echos. Ja, ja, das ist. Aber so viel ist das wirklich in meinem Interesse.
Das ist nichts, was man mit einem Schweinerun nicht innerhalb kürzester Zeit wieder holen könnte. Alter. Und von oben mitgeschossen, Vorsicht, vielleicht solltest du besser von hier. Ist nicht gut, nicht gut. Lock die lieber an und hau nach hinten ab. Alter. Ist aber Energie, ganz dringend. Ja, jetzt, das reicht, da wollen sie nicht mehr hin, ja. Okay, ey. Den kriegst du noch, den einen. Scheiße. Alter. Mhm, genau. So viel zum Thema, es ist wesentlich einfacher. Scheiße. Naja, der Typ oben ist ein Problem. Ja, absolut. Ich müsste wieder hoch. Die sind aber auch da wieder zu zweit oder zu dritt. Ich kann da links die Treppe hoch und die erstmal. Aber könnte nicht auch sein, dass da, wo ich gerade war, dass da ein. Ja, natürlich. Das können, die können überall sein. Du hast völlig recht. Weil das also wirkte, das hier wirkt mehr wie Level und das andere wirkt wie eine Sackgasse. Naja, aber du machst das schon. Nee, du hast grundsätzlich recht. Man weiß es halt echt nicht, ne? Vorsicht, das ist ein Jäger, nicht einfach. Der erste ist ein Jäger. Ja, nimm doch ruhig Blitzpapier. Dafür ist der Shit doch da. Ja! Hau ab! Hau schnell ab! Energie und dann schaffst du es! Rechts hier nochmal welche, pass auf. Oh. Ach du meine Fresse. Das ist echt viel Programm hier, aber den kriegst du doch. Einer. Achso, das ist so einer. Ach, das war sogar nur so einer. Der hat mich noch mir getreten, hast du gesehen? Oh. Okay. Da sind sie, die Spinnies, die wollen von dir was. Alter Schwede! Die Blutbauchschwestern. Du hast eine von ihnen. Da ist wieder die andere sind nach Rache. Nils, du musst sie auch töten. Ja, ja, ja. Alter, ich dachte, das wäre der einfache Weg. Aber du legst hier ganz gut. Ja. Hinter der Brücke, innen drin. Boah, da sind noch. Bevor du da hingehst, da waren noch links, war noch ein. Lag noch was rum hier rechts. Ja. Ja. Alter Schwede, ey. Schön. Aber dafür, dass sich das sehr viel kampflastig anfühlt, haben wir wenig Seelen dafür bekommen. Alle Seelen hier sind sehr reduziert. Ja. Oh, meine Güte. Wie, kann es da auch sein, weil es eben DLC ist, den man sofort betreten kann, weil man schwer feststellen kann, wie stark die Gegner sein sollen, damit man. Also, dass man nicht looten kann hier ohne Ende. Sein, ja. Pass auf, es gibt hier zwei. Also wenn du jetzt hier 2000 kriegen würdest und aber eigentlich Level 20 erst bist, ja gut, dann würdest du den aber auch nicht schaffen. Jetzt bist du aber echt, jetzt läufst du echt konfus, Nils. Ja, jetzt guck ich erstmal hier rein und dann den anderen Weg. Okay. Ist das ein Jäger da hinten? Weiß ich nicht. Ich dachte, hier ist vielleicht ein Aufzug oder irgendwas. Oder ist das ein Kumpel, mit dem man reden kann und weiß es ja nicht, ne? Der hat so ein Lämpchen. Den noch nicht anwählen. Hm, dann ist er vielleicht wirklich ein Buddy. Ist ein Buddy. Ja, ist ein Buddy. Den nicht anwählen, ja. Okay. Hi. You're a hunter with your sanity, aren't you? Must have taken a wrong turn. Das ist ein Tor. Guck mal, vielleicht ist es das zum Dingsbums. Ist es. We're more alike than you think. Weil die anderen Jäger sind alle wahnsinnig. The hunter's nightmare. Where hunters end up. When drunk. Der hat eine Augenbinde. Siehst du, der hat auch keine Augen. Turn back before it's too late. Unless you've something of an interest in nightmares. Ich finde die schon faszinierend, aber. Ja. Man möchte natürlich jetzt es sich nicht schwieriger machen, ne? Albträume sind fast in die Ach, ich ja, mach doch. Komm. Oh yes, I see. You sense a secret within the nightmare and cannot bear to leave it be. Das stimmt. The spirit of Bergenworth lives on within you.
Such inquisitive hunters will relish the nightmare. But beware. Secrets are secrets for a reason. And some do not wish to see them uncovered. Especially when the secrets are particularly unseemly. Beware. Secrets are secrets for a reason. Mhm. Especially when the... Oh, okay, das scheint mir wirklich jetzt... Das ist die Tür. Und wir können speichern. Also kein Lift. Ist ja auch nicht schlimm. Oh, geil. Dafür die Tür und Speicherino. Aber muss hier eigentlich nicht, oder? Oder was meinst du, wegen der Seelen? Nee, ich dachte, ja, nicht, wir starten ja auch hier wieder, ne? Ist ja alles gut. Ja, ja, genau. Jetzt hol doch mal die Seelen zurück. Da können wir so kriegen ein Level up. Level up. Oder kämpf dich weiter, weil jetzt hast du hier natürlich alles. Jetzt haben wir natürlich hier schön den Shortcut, ne? Ich guck jetzt hier mal, ich bin neugierig. Ist das? Oh, Endboss. Ja, da ist so ein Beschwörungskumpel. Aber da muss man erstmal hinkommen. Ja. Okay, alles klar. Ey, diesen, vielleicht unten durch. Unten durch wahrscheinlich, ne? Also durch diesen Blutfluss lang. Oder man kann sich dann da auch irgendwie noch. Die sehen aus, als wenn man sich da droppen könnte. Ist es denn die Reste von der Kanalisation? Also was in der anderen Welt die Kanalisation ist wahrscheinlich. Und da dann geht's dann zum Endboss. Alles klar, Simon! Krieg ich einen richtig kalten Schauer. So. Dann. Die Frage ist, da ist der Tunnel, siehst du? Wollen wir erstmal, genau, willst du gegen den kämpfen, schnell die Blutechos holen? Ja, ja, ich hole die Blutechos. Weil mit dem Shortcut sind wir doch jetzt echt gut dabei. Ja, 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 auf jeden Fall. Na, mal gucken, was da. Oh, es fühlt sich gut an, jetzt diesen Shortcut zu haben. Das nimmt einem sofort so ein bisschen Druck. Ich habe direkt das Gefühl, okay, wenn ich sterbe, ist scheißegal. Und da hinten war jetzt nochmal ein Tunnel. Ja. Da gehen wir also auch nochmal rein. Ja, okay. Da muss es dann ja irgendwie auch weitergehen, dann zu dem. Stimmt, so. Oder vielleicht geht's auch hier, ne? Zum Endgegner. Ah, Homieboy. Jetzt kriegst du ihn. Ja. Was hat er? Seine Seelen. Blutbrocken, nein. Auch gut, aber nicht so geil. Geil, jetzt bin ich völlig beruhigt. Schön. Willst du ihn noch killen? Oder ja, ja, klar. Ja, klar. Okay. Ich will auch wissen, was da drin ist. Ich will nur mal sehen, ob ich den anlaufen kann, sozusagen. Ja. Der hat das Jagen nicht verstanden. Sehr gut. Ja. Ja. Zack, bumm. Nix kann er. Tanz auf seiner Leiche. Kote ihm in die Augenhöhlen. Du hast manchmal so geile Sachen. Die aus deinem Mund kommen. Gatling-Geschütz und Blutsamen. Also wenn wir jetzt irgendwas... Aber der Gatling sah eher aus wie so ein... Also wie eine zweihändige Waffe. Wie eine zweihändige Schusswaffe so ein bisschen. Aber er hat sie trotzdem nur in einer gehalten. Kann man mal gucken. Also wenn wir eine nochmal hochpushen, dann schon das Gatling. Das ist schon eine interessante Waffe. Haben wir die jetzt in der Hand? Ja. Aber was die wahrscheinlich an Schüssen raushaut. Also, so viel haben wir gar nicht. Probier es einfach mal aus. Alter, die hat bestimmt eine mega geile Distanz einfach auch. Oder? Ja, haben wir gerade gesehen. Ist okay. Geil. Jetzt machen wir erstmal. Lass uns die einfach irgendwann mal hoch leveln und dann. Kann man den eigentlich kann man eine alte Waffe kaputt machen und dann die Sachen rausnehmen? Wahrscheinlich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaub nicht. Da war eben auch noch ein Item. Oh, ist der groß. Jawohl, gut. Achtung, links kommt einer. Ja, hat es ihn, glaube ich, sogar. Ja. Alter, ernsthaft? Jetzt ist er weg.
Hier war dann noch auch ein Item, das habe ich noch nicht eingesammelt. Ja. Oh Gott, das ist hier schon eine Orientierung 3000. Warte mal ganz kurz, siehst du das? Da wächst aus ihrem Mund ihr Gehirn. Oh. Die. Guck doch mal, was da. Ja. Aus dem. Also, es muss kein Gehirn sein, aber es sieht aus wie das Gehirn. Das sieht aus wie ekelhaft. Eine Gehirnpflanze. Ja, es ist wahrscheinlich eine Pflanze, die sieht aus wie ein Gehirn. Ah, oder. Ja, gut, ist ein Albtraum. Was erwartet man? Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie geil das Art-Design ist. Es ist wirklich. Das ist echt hart. Alles jetzt gesehen. Also es gibt nichts, was ich mir noch wünsche an Ekelhaftigkeit. Nee, ey, da könnte ich Filme was dran abschneiden. Dass ich dich hier nochmal leben lasse, ey, nachdem. Ja, du hast recht, das ist echt krass. Und es ist traurig, wie schlecht eigentlich die Cthulhu-Spiele sind und wie gut sowas hier ist. Allein nur dafür. Ja, ne? Cthulhu will einem die ganze Zeit Angst machen, es passiert null. Hier habe ich einfach nur Angst, weil das so geil ekelhaft aussieht. Die Lizenz alleine, so, da kann man was, macht ja auch noch kein gutes Spiel. Das ist. Ja, nur, man sollte meinen, dass gerade dann das Art-Design irgendwie das Beste ist bei einem Cthulhu-Game zum Beispiel. Aber nein, das ist gar nicht so. Ein Brocken ist gut. Ja, ey, du bist ja so eine so eine hinterfotzige Ratte, ey. Ab jetzt lass keinen mehr leben. Die, echt. Also ich esse jetzt lieber noch so ein Ding hier, bevor ich. Oh, das sieht. Den hatten wir schon mal, aber der ist. Nicht ohne. Wenn man nichts sieht. Pack erst schnell. Wo ist er? Alter. Alter. Easy, mach's ihn. Ja. Einmal noch. Wenn man so schlecht gesehen hat, ne? Ja, es sieht so aus, als wäre das eine Sackgasse, als wäre das so die Höhle, sein Nest. Ja, ne? Und, ja. Viel gibt's da vielleicht gar nicht mehr. Sonst. Was ein ekelhaftiges. Hat der die alle gegessen? Das ist. Ja, der hat viel Hunger. Wie viele Leute. Sind das Einwohner hier? Ja, kommen die alle her? Ja. Oh. Oh, ein amygdalischer Arm. Amygdalischer Arm. Das sind doch die dicken Schriesenviecher, die vielen Armen, ja. Amygdalen. Immer einen von den Armen. Ja, ist das vielleicht was anderes? Wofür könnte das noch wichtig sein? Ja. Da, es ist eine Waffe. Es ist eine Waffe. CED-17-9 steht aber auch kein Dot da. Krass. Streng genommen ist der Amygdalische Arm keine Trickwaffe, allerdings finden ihn einige Verrückte wie Keulen. Krass, jedoch zählt die anders. Endlich. Hart, ja gut, das probiere ich jetzt aber nicht aus, das ist mir jetzt hier alles zu unruhig. Mal mit Ruhe sich angucken. Okay, warte mal, hier kam ich ja gerade her. Mhm. Höhle kannst du gerne einmal ablaufen, den Kreis, aber ich glaube, da war nichts mehr. Nee, ne? Hier, da kann man sich auch droppen lassen, offensichtlich. Oh ne, okay, alles klar. Was steht da? Kannst du mal gucken, was da. Oder? Ach, das ist kein Text, ne? Das ist nur. Ja? Doch. Vorsichtig behandeln, Wahnsinn, ja. Muss akzeptieren, Mandel, ich weiß es nicht. Ja, ich habe mal Mandel, habe ich. So, und jetzt gehen wir hier mal wieder links hoch. So, und da in den Tunnel geht's weiter runter. Hier haben wir alles.
Nee, warte mal, das ist doch das, die Endboss-Höhle. Genau. Dann ist hier Sackgasse, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Dann geht's hier nicht mehr weiter. Okay, ich denke auch, die Höhle. Aber es gab ja noch eine andere Höhle auf der anderen Seite. Ja, ja, genau. Da müssen wir aber erstmal wieder an diesen... Ach, toll, 45.000 Seelen, alles gut. Alter Schwede. Willst du dir eventuell dieses Zeichen des Jägers mit reinpacken, dass du zur Not, wenn jetzt Endgegner kommt oder irgendwas, dass du dann zurückkommst? Ja. Machen. Wo bist du? Ja, da. Hoch. Gut. So. Ei, da oben ist nix, ne? Die könnte man nochmal. Die Tür oder so? Da ist nix. Nee. Okay, dann müsste ich jetzt hier lang und diese Viecher da, hier geht's weiter. Oh, so viele von denen. Beziehungsweise, warte mal. Erstmal machen wir so, falls ich das wechseln will. Okay, da geht's rein. Ich mach das mal, pass auf. Ich mach das jetzt mal nur mal sicher. Hm, ja, warum nicht? Immer einen nach dem anderen. Oh. Kitties. Komm. Komm halt. Ich habe keinen Bock, wenn da jetzt wieder irgendwas ist und ich laufe rückwärts, weißt du, was ich meine? Ja, es ist. Das ist gut. Oh, das jetzt hast du aber leider auch alle. Ja. Aber die folgen einem nicht so gerne. Was? Was sind die denn los? Brüten da rum oder was? Jetzt bräuchte man diesen runden Umschlag von der Axt. Warte mal. Ah, nee, das ist die falsche Axt. Nicht genau. Aber kannst du machen, ne? Warum nicht? Oh, wie bespritzen mich alle mit ihrem Samen. Jetzt hast du, gleich Wahnsinn, ne? Noch ist okay. Eieiei. Ja. Ei, ei. Alter, was für dumme Bestien, ey. Die wollen einfach nur in Ruhe da rumlungern, die wollen noch cornern. Nimm ruhig nochmal eine Ecke. Energie. Ich laufe an denen vorbei jetzt, glaube ich. Ist auch okay, denke ich. Du hast eh keine, du hast noch 20 Sekunden eigentlich. Ja. Alter, bin ich dumm oder was? Nils. Entschuldigung, ich hab... Nein, ist okay, nur wir müssen eh irgendwann jetzt aufhören. Lauf doch kurz noch durch, wir gucken, ob wir was Tolles finden. Und ansonsten können wir uns zurückbeamen. Ja. Ah, oh, hallo. Doggy. Darauf, ey. Doggy. Doggy? Doggy? Der hängt fest irgendwo. Oh, das sind die Vögel. Da ist ein Jäger kommt. Na gut. Das ist das Letzte, was wir machen. Macht der die. Willst du noch kurz deine. Wo jetzt Kiesel steht, auf. Genau, weil dann können wir zur Not wenigstens noch abhauen. Wäre schade, wenn wir jetzt alles verlieren. Ja, ja, das wäre wirklich schade. Aber wir sind ja relativ dicht an der Lampe, das ist das Gute. Und dann nach der Werbung bist du ja auch wieder dran. Werbung, wir sind am Ende, Alter. Ach, ohne Scheiß? Ja, Mann! Ach so! Ja, okay, komm, dann ist egal. Dann, okay. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Ja, nutzen Zeichen, geh zurück. Ist wirklich okay. Komm, wir haben 15. Ja. Ach stimmt, das ist schon. Ich dachte, du weißt das und willst einfach. Nein, ich dachte, wir haben noch Werbung und dann habe ich gedacht, dann bist du ja dran und dann habe ich gedacht, okay, guck ich schon mal um die Ecke, bevor ich ein Pad abgebe. Du hast es gut gelöst gerade. Sendung ist vorbei. Ja, aber dann kannst du ja heute Abend anfangen, weil das Tolle ist ja, wir sind heute Abend wieder live und zwar wann? 20 Uhr? 21 Uhr? 20.30 Uhr. 20.30 Uhr bis um 22.30 Uhr, glaube ich, ne? Ja. Nochmal zwei Stunden, genau. Ich freue mich sehr. Also, ich kam unverhofft, dass wir diesen Slot bekommen haben. Wir haben Bock. Wir hoffen, ihr habt auch Bock. Wir hoffen, ihr habt nichts zu tun, bis ich das gehört für einen anständigen Nerd und seid nachher mit uns, ne? Genau. Ja, dann sehen wir uns, ne? Ja. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss.